folgendermaßen. Ihr wisst, ich rede hier oft über verschiedenste Themen, wo es dann heißt, also wo ich euch dann sage, hey, wir haben ein massives Problem. Ja? Wir müssen uns ändern, und zwar wir alle. Ich muss mich ändern, ihr solltet euch ändern, die Welt muss sich ändern, die Politik muss sich ändern. Wir können so nicht weitermachen. Ne? Ihr kennt das, ich wiederhole mich da am laufenden Band. Und dann wird mir immer gesagt, ja, aber Maurice, so wie du das machst, so erreichst du ja niemanden. Und du sollst die Leute auch nicht immer beleidigen und so weiter und so fort. Deshalb habe ich mir eine Lösung überlegt für dieses außerordentlich delikate Problem. Und zwar, ich lasse jetzt einfach andere Leute reden. Für mich stellvertretend. Und benutze nur meine Reichweite und lasse die reden. Dann sage ich das nicht mehr, dann könnt ihr ja die kritisieren. Und ich nehme da am besten Wissenschaftler. Gut, gucken wir uns das mal an. Vortrag also davon handeln, wie die Arten sterben und wie sich das Klima verändert und dergleichen mehr. Das Ganze fing damit an, dass eine Frau, von der die meisten von euch noch nichts gehört haben werden, Eunice Foote, die hat einen Artikel geschrieben, das ist schon ziemlich lange her. Diese Zeichnung ist natürlich eine neuere Zeichnung, also die wurde jetzt vor ein paar Jahren angefertigt für eine Klimaseite. Die hat hier diesen Originalartikel geschrieben, das könnt ihr sehen. Der fängt ganz vorne an, ne? Also was er jetzt macht, ist erstmal, dass er euch sagt, hört mal her, das ist jetzt nicht erst, also es wird ja immer wieder auch proklamiert, gerne auch von konservativer Seite, heutzutage dürfe man ja nicht mehr und heutzutage ist ja angeblich alles so wichtig. Nee, das war auch schon vor 100 Jahren, hatten Leute das auf dem Schirm, auch schon vor 50 Jahren, auch schon vor 30 Jahren. Man hört den Leuten nur nicht zu. Und da geht er jetzt drauf ein. Der ist 1856 veröffentlicht worden und da hat sie erstmals festgestellt, dass wenn man Kohlendioxid in Röhren hat, das hat sie so in so Röhren eingefüllt, dass dann, wenn man Infrarot drauf strahlt, dass das dann wärmer wird, als wenn da jetzt kein Kohlendioxid drin ist. Nicht viele Jahre später, sondern wenige Jahre später, hat der Kollege Tyndall das ähnliche Experiment gemacht, allerdings ein bisschen anders, mit einer Gasmischung und hat auch festgestellt, das, was ihr heute kennt als Treibhauseffekt, das habt ihr jetzt alle schon, egal wie alt ihr seid, schon in der Schule gehört, also ich hab's schon in der Schule gehört, dass also, wenn das Sonnenlicht runterkommt, dass dann halt die Erde sich aufheizt. Ja, ne, ich glaube tatsächlich, das gehört mittlerweile überall zum Schulstoff, oder? Also ich hatte es auch in der Schule. Ich kenne noch, glaube ich, niemanden, der es nicht in der Schule hatte. Kann, weil halt die Hitze nicht komplett entweichen kann. Also das ist jetzt heutzutage Kindergartenwissen. Das ist von 1859. Wie gesagt, also nur wenige Jahre, nachdem die Frau Foote das veröffentlicht hat. Damals war die Temperatur, wenn man das mal so als Grundzustand nimmt, 1880 habe ich jetzt hier mal genommen, sieht man. Ja, ne? Also wir sind jetzt hier im vorletzten Jahrhundert, ja, vom wissenschaftlichen Standard. Zu leise, ich kann auch noch ein bisschen lauter machen. Wir sind im vorletzten Jahrhundert vom wissenschaftlichen Erkenntnisstand und tatsächlich, ne, im vorletzten Jahrhundert hatten wir noch Temperaturschwankungen, die ungefähr so aussahen. Und wenn da Leute gesagt haben, ja, mag ja sein mit diesem CO2 und Treibhauseffekt, aber offensichtlich schwankt das alles so stark und der Einfluss ist so gering, da kann man gar nicht so genau sagen, hat das jetzt einen Einfluss oder nicht, das schwankt ja irgendwie um die Null. Mein Gott, was soll denn da passieren? Obwohl, wenn man da durchmittelt, ihr seht schon die schwarze Kurve, na, eventuell könnte es einen Effekt geben, aber ich würde sagen, wenn damals auch Wissenschaftler oder Leute, die sagen, nee, wir können das schon immer so weitermachen, da gibt es irgendwie schon berechtigten Zweifel, warum das vielleicht nicht alles so schlimm sein könnte mit diesem ganzen CO2 und Treibhausgaseffekt und so weiter und so fort. Ja, also wir sind hier noch im vorletzten Jahrhundert, trotzdem haben das damals schon Leute geahnt. Ich meine hier, da gab es also mal ein bisschen Ausschläge nach oben und nach unten von der Temperatur, okay, also nicht weiter auffällig. Viele Jahre später, 1962, also jetzt haben wir einen Sprung gemacht über, ja, sagen wir mal ganz, ganz grob 100 Jahre, ist dieses Buch erschienen, Silent Spring. Das ist ein absoluter Bestseller geworden. Wenn ihr das heute als Erstauflage kaufen wollt, ist das unbezahlbar. Die meisten von euch haben das noch nie gehört oder gesehen. Das hat damals einen riesen Aufruhr gemacht, weil die Welt ist leiser geworden, hat sie gesagt. Ja, es sind weniger Vögel, die singen. Das ist eine naturromantische Vorstellung. Vögel sind ein Hauptgegenstand des Naturschutzes, schon immer gewesen, auch in Deutschland. Also zum Beispiel der NABU und viele andere Naturschutzverbände sind ursprünglich für Vögel zuständig gewesen und hat gesagt, okay, die Welt wird immer leiser und das wollen wir nicht, wir müssen uns um die Natur kümmern. Ne? Da gab es dann auch sehr viele Zeitschriften zu der Zeit, schon zum Beispiel hier der kleine Tierfreund, da gab es auch schon den Welttierschutztag, die, ne, für Eulen und Greifvögel, also wie gesagt, Vögel, aber natürlich auch Füchse, Hasen, alles, was ihr heute so als beliebte Tattoo-Motive kennt, also das ist, ja, nee, ernsthaft, ne? Also wegen der Rückwendung auf die heimische Natur sozusagen.
sozusagen. Rehe, und das ist aus 1968, das war die Zeit der studentischen Umschwünge, als man gesagt hat, traue keinem über, sagen wir mal, 30. Das sind Leute... Die 68er-Bewegung, ne? Also einige von euch haben vielleicht schon mal davon gehört. In den 68ern kamen viele verschiedene Bewegungen zusammen, die sich dann so quasi in so einer Art Kollektiv formiert haben und die ein neues politisches Bewusstsein für viele Themen geformt haben. Darunter insbesondere Friedenspolitik, vielleicht habt ihr die Hippie-Bewegung gehört dann gewissermaßen dazu. Da geht es auch, aber auch viel um Umweltschutz und andere Themen. Und ja, das ist dann, das waren dann quasi die 68er. Leute, die irgendwie im Krieg waren oder irgendwie dann für kriegerische Auseinandersetzungen auf der Welt sind oder die im Zweiten Weltkrieg Nazis waren, irgend sowas. Also da hat man gesagt, wir müssen das jetzt mal alles ganz neu machen. Und dann gab es also den 4. Oktober, das war der Welttierschutztag. Ist heute auch vergessen, gibt es schon ganz lange, nochmal seit den 1960ern in Deutschland. Und dann ging es richtig los. Das ist auch komplett vergessen. Seit 1970 gab es Massenbewegungen, die also Fridays for Future erblassen lassen würden. Das ist die Titelseite der New York Times. Da seht ihr die Leute, die zum Earth Day, das war also der erste Tag, was heute eigentlich dasselbe, also es gibt keinen Unterschied zu Fridays, den ich jetzt erkennen kann, gemacht haben. Die Straßen waren voll, sehr viele Erwachsene, sehr viele Studierende und die klassischen Fotos sind eigentlich exakt dieselben, die ihr heute seht. Das ist von 1900. Auch nochmal, wie ich es gerade eben schon mal angemerkt habe, Leute tun so, als wäre das irgendwie alles komplett neu, dass es Umweltbewegungen gibt, dass es Leute gibt, die sich engagieren. Und die versuchen, Veränderungen herbeizuführen. 70 in New York City. Ist nicht der Fall. Schon seit Ewigkeiten machen sowohl Wissenschaftler als auch Umweltorganisationen, als auch engagierte Bürger und BürgerInnen darauf aufmerksam, dass wir massive Probleme haben. Am Union Square, da seht ihr das, Earth Help. Ne? Also das könnte exakt dasselbe Bild sein, was heute die Kids von Fridays tragen. Da gibt es noch ein paar Aufnahmen von ein paar Fotos. Da seht ihr das auch nochmal vom Union Square. Wenn die Leute Masken tragen, das ist jetzt in Chicago, auch am Earth Day, der allerdings an einem anderen Tag war, das war nicht am selben Tag wie der Deutsche Tag, dann haben die damals getragen, um gegen Umweltverschmutzung zu demonstrieren, weil sie gesagt haben, also unsere Luft kann man nicht mehr atmen. Also das Motto war Give Earth a Chance. Und nochmal, das ist jetzt also ganz, ganz grob, fast 100 Jahre, nachdem das bekannt war, dass die Erde sich durch CO2 aufheizt. Aber eigentlich war sie da noch nicht so stark aufgeheizt. Und dann ist der berühmte Bericht erschienen, The Limits of Growth, die Grenzen des Wachstums, von Meadows. Das Buch könntet ihr jetzt schon kennen. Wenn ihr es nicht kennt, haben euch eure Eltern entscheidende Dinge dessen, was eines der bestverkauften Bücher in Deutschland jemals war, einfach vorenthalten. Falls ihr was jünger seid, wenn ihr was älter seid, habt ihr euch einfach nicht dafür interessiert. Damals wusste man schon, dass die Welt sich sehr stark aufheizt, die Erde sehr stark aufheizt. Nochmal eins der... Ja, also das war dann, vielleicht habt ihr auch davon schon mal gehört, das ist dann Club of Rome und Leute, die noch darauf aufmerksam geworden sind und darüber hinaus auch eben ähnliche Veröffentlichungen gemacht haben. Man wusste dann langsam in den 60ern und 70ern, ach du Scheiße, das mit dem Klimawandel wird wirklich ein Problem. Ja, also das, was vorher hypothetisch irgendwie in Modellen mal überlegt worden ist, hat sich dann in den Messdaten langsam gezeigt, wir bekommen ein Problem, wenn wir so weitermachen. Und zwar ein richtig, richtig schlimmes, und wir müssen jetzt damit aufhören. Wenn wir jetzt nicht damit aufhören, bekommen wir ein Problem. Und deswegen sind entsprechende Berichte rausgekommen. Und tatsächlich haben auch verschiedene Organisationen und Unternehmen reagiert. Ja, so BP und andere. Ja, tatsächlich, BP, ne? Also die mit den Ölbohrinseln und so. Die haben nämlich dann angefangen, ihre Ölbohrinseln höher zu bauen. Weil die wussten, das stimmt. Also die wussten, ja, okay, das ist korrekt mit diesem Klimawandel. Deswegen müssen wir die höher bauen, weil wenn die Temperaturen steigen, dann steigt der Meeresspiegel. Also die haben reagiert. Nur vielleicht nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Der bestverkauften Bücher, die es in Deutschland jemals gab. Und der Titel ist auf Deutsch entlehnt, Die Grenzen des Wachstums. Vielleicht einer biologischen Vorstellung aus den 1920er Jahren, dass alle Organismen, also nicht nur die Erde, hier zum Beispiel eine bestimmte Sorte von Würmern, dass sie, je nachdem, welche Größe die haben, einen ganz bestimmten Körperaufbau haben müssen, wenn man die auf Skala bringt. Also die sind in Wirklichkeit alle verschieden groß, diese Tiere. Und der Titel auf Deutsch, der heißt Grenzen des Wachstums. Und der deutsche Titel wurde übernommen von einem Buch von 1927. Und das heißt Grenzen des Wachstums und handelt nicht davon, wie die ganze Erde sich aufheizt und nicht weiter durch Wirtschaftsströme und die auf Verbrauch basieren, halt den Kreislauf der biologischen Welt durcheinander bringen, sondern da ging es nur um Würmer. Das wollte ich nur sagen. Das ist also lustig, dass man das biologische Prinzip schon in den 1920ern kannte, also nicht nur von den berühmten angeblichen, in Anführungsstrichen, Indianern, die das also dann auf Greenpeace-Aufklebern auch schon immer gesagt haben, ne, wir können die Erde nicht weiter ausbeuten, weil man Geld nicht essen kann und so weiter.
sondern das war auch als biologisches Prinzip sehr gut untersucht, dass Wachstum Grenzen hat, auch, also auch rein körperlich, nicht nur wirtschaftlich und nicht nur sonst wie. Ja, was ihr hier anspricht, hängt mit den wissenschaftstheoretischen Hintergründen der verschiedenen Wissenschaftsbereiche zusammen. Ja? Die Biologie untersucht biologische Organismen. Biologische Organismen sind komplexe Systeme. Deswegen kennt die Biologie schon sehr, sehr lange komplexe Systeme und die Beschreibung von komplexen Systemen. Die Physik, die jetzt zum Beispiel zur Beschreibung des Klimas und so weiter im Wesentlichen zuständig wäre, die kennt sowas in der Regel nicht. Also mittlerweile schon, aber früher insbesondere und noch heute, jeder, der sich ein bisschen mit Physik mal beschäftigt hat oder das auch aus der Schule kennt, weiß, Physik arbeitet mit Reduktion. Die reduzieren, soweit es nur geht. Erinnert euch an die Schule, da wird dann der freie Fall im Vakuum behandelt von punktförmigen Massen. Das ist so weit weg von der Realität, wie ihr es euch nur vorstellen könnt. Ja? Physiker reduzieren die Realität auf abstruse Art und Weise, um sie zu beschreiben. Erst seit neuerer Zeit gibt es komplexe Systeme in der Physik. Und deswegen war die Biologie in dieser Hinsicht, sagt er hier völlig zu Recht, der Physik ein wenig voraus. Trotzdem gab es auch schon vor 100 Jahren und auch vor 50 Jahren schon Physiker, Klimaforscher und so weiter, die das versucht haben. Aber tatsächlich hat das so richtig Fahrt aufgenommen erst in den 70ern, 80ern und 90ern. Dafür gab es auch letztes Jahr den Nobelpreis. Letztes Jahr erst gab es den Nobelpreis in Physik dafür, komplexe Systeme zu erforschen und so weiter und so fort. Da merkt ihr, die Physik hängt hier, was Beschreibung von komplexer Systeme angeht, durchaus hinterher. Zu dem Zeitpunkt waren die, wenn man jetzt die Zeit von, die ihr vorhin gehört habt, von den beiden Autoren, da ist die Temperatur schon angestiegen, also hier jetzt in Deutschland. Seht ihr schon, jetzt fängt das so langsam an, dass es also merklich wird, 1970. Aber man hat. Ja, also jetzt sind wir in dem Bereich, wo man merkt, okay, ja, also am Anfang hatten wir Schwankungen. Wir hatten eine Tendenz in unserer Trendlinie, aber man wusste noch nicht so genau, ja, hätte ja noch anders kommen können. Vielleicht ist das mit den Modellen ja noch nicht ganz korrekt. Aber ihr merkt jetzt so langsam, so Mitte des letzten Jahrhunderts, da könnte ja wirklich was dran sein. Ja, die Evidenz wird erschlagend langsam. Trotzdem, zu den 60er und 70er, muss man immer noch dazu sagen, ich ordne euch das ja seriös ein, gab es immer noch auch innerhalb der Wissenschaft Widerstand. Es gab immer noch Leute, die gesagt haben, ja, aber das Klima ist komplex, wir verstehen das nicht richtig, wir haben nicht die richtigen Modelle, um das wirklich zu simulieren. Im Labor mag das zwar alles stimmen, aber wir sind noch nicht so weit. Ja, insbesondere auch die Computertechnologie war damals noch nicht so weit. Ja, das kam dann erst in den 90ern, wo dann Computermodelle und Klimamodelle gesagt haben, okay, pass auf, das funktioniert nicht nur im Labor, sondern wenn wir das simulieren, ist das auch ein Problem. Wir müssen was tun, spätestens in den 90ern, spätestens. Aber eigentlich merkte ich schon, in den 60ern und 70ern war eigentlich schon ziemlich sicher. Wenn man auf die Daten guckt, man muss schon sehr verleugnend und verdrängend sein, um hier zu sagen, ja, vielleicht ist ja doch nicht so schlimm. Aber die Leute waren auch innerhalb der Wissenschaft noch etwas verleugnend, verdrängend unterwegs. Aber spätestens seit den 90ern war die Evidenz gelaufen. Also spätestens seitdem haben eigentlich alle gesagt, okay, wir haben ein Problem. Hat natürlich immer noch gesagt, ja, keine Ahnung, das ist eher eine rechnerische Sache. Jetzt springen wir mal in dieses Jahr. Das ist die Juni-Ausgabe 2022, der wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschrift, die es gibt. Also wenn ihr darin veröffentlicht, dann habt ihr es geschafft. Dann werdet ihr garantiert den nächsten, übernächsten Forschungsauftrag bezahlt an eurer Uni bekommen. Das ist die Science. Mehr geht nicht, als in der Science zu veröffentlichen. Das Einzige, was ich da mal veröffentlicht habe in der Nature, das ist so eine benachbarte Zeitschrift, ist eine Buchrezension über ein wissenschaftliches Buch. Mehr werde ich in meinem Leben nicht schaffen. Ich finde das witzig, wie er das so formuliert, aber ist natürlich so. Ne? Also wenn du in solchen Zeitschriften publizierst, dann hast du es geschafft in der Wissenschaft. Dann bist du ganz oben. So. Dann weißt du auch, okay, ab jetzt kannst du einfach dein restliches Leben Bücher schreiben und du wirst schon über die Runden kommen. Egal, wie sehr ich mich bemühe. Und die haben als Titel, okay, Future of Choices, ihr seht das hier, wir haben also verschiedene Wege, die wir gehen können und die führen dann eben zu einer umweltverträglichen Situation oder nicht. Und was ich euch hier zeigen will, ist, das wissen wir sehr, sehr lange. Das wissen wir also allerspätestens, weil die Unis Foot, wurde nicht so beachtet. Zwei Jahre später der Tindel, aber dann schon wesentlich mehr. Also wir wissen das, sagen wir mal, schon sehr, sehr, sehr lange, dass das passieren wird. Und jetzt haben wir den Zustand heute. Ja, und jetzt merkt ihr, ach, ja gut, möglicherweise, also vielleicht hatten sie recht. Also könnte sein, ne? Also es gibt immer noch Leute, ja,
10% davon sitzen im Bundestag, die sagen, das ist immer noch Wetter und das schwankt ja. Man kann ja, wer weiß, vielleicht ist das ja einfach nur eine, es ist einfach nur eine statistisch ganz, ganz ungünstige Häufung von Daten. Also. Das sind die Jahresdurchschnittstemperaturen in Deutschland. Jetzt sind wir hier, sagen wir mal 2021, 2022. Jetzt seht ihr also, wie stark die Jahresdurchschnittstemperaturen gestiegen sind. Das kann man darstellen als so Klimalinien. Das ist in Leipzig gerade angebracht worden. Also das da hinten wäre jetzt also meinetwegen, sagen wir mal 1880 oder irgend sowas. Ja, und jetzt sind das immer die Jahresdurchschnittstemperaturen. Je wärmer es wird, umso röter wird das. Es gab übrigens auch einen Nobelpreis, den die meisten von euch nicht mitbekommen haben. Das war der Nobelpreis für Physik letztes Jahr. Den hat ein Kollege bekommen hier, der ist emeritierter Professor an der Uni Hamburg. Den hat er auch dafür bekommen. Vielleicht lade ich den mal ein, weil er kommt aus Hamburg. Der kommt ja hier aus der Ecke. Vielleicht hat er ja mal Bock und Lust und Zeit. Wäre ja nice. Klimaforschung betrieben hat. Auch das hat sicher in keiner Zeitung gestanden. So ähnlich wie das jetzt eben seit 150 Jahren zwar die Mengen auf die Straßen treibt, dann aber schnell wieder vergessen wird. So, wie sieht das jetzt aus mit den Temperaturen? Schauen wir uns das mal an. Also wenn wir mal gucken. Ja, das ist ein richtig geiles Diagramm. Das habe ich sogar auf Twitter retweetet. Das finde ich richtig nice. Also was ihr hier seht, ist hier die Schwankung von dem Ausgangswert, ne, 0. Und wie sich das jetzt von Jahr zu Jahr, also von 1800 irgendwas, niedriger wird oder höher wird. Also seht ihr jetzt nochmal das gleiche Diagramm wie gerade eben, ne, mit diesen Säulen, aber anders dargestellt. Und in dieser Darstellung seht ihr sehr, sehr schön, wie die Daten eskalieren. Ja, also im Grunde habt ihr es auch bei den anderen Diagrammen auch schon gesehen, aber Visualisierung hilft uns Menschen ja manchmal, diese abstrakten Dinge ein bisschen besser zu verstehen. Guckt seit damals, das sind so Kreise, das hier sind die Linien, das ist 1 Grad, Temperaturerhöhung ist hier, das ist minus 1 Grad, das wäre die Nulllinie. Ihr seht am Anfang. Und jetzt seht das auch abhängig jetzt von der Jahreszeit. Das war in dem anderen Diagramm natürlich nicht so gegeben. Da war eine Säule ein ganzes Jahr. Jetzt habt ihr auch noch hier von wegen jeder Monat und so weiter. Dann seht ihr, das betrifft nicht nur den Sommer, sondern alle Jahreszeiten. Das ist noch so hin und her geeiert. Wenn ihr so alt seid wie ich, erinnert ihr euch noch an die Geschichten von den Großeltern, von den eiskalten Wintern im Krieg. Und zunächst mal sieht das so aus, als ob das da eigentlich überhaupt kein Problem gegenüber der Nulllinie gibt. Aber ihr ahnt jetzt schon, wir bewegen uns jetzt in die Zeit. Also jetzt kommt die Wirtschaftsrezession, dann der Zweite Weltkrieg und dann das Wirtschaftswunder. Also die Grenze, die wir so ziehen, ist 1950 ungefähr. Das überschreiten wir jetzt. Und ihr ahnt wahrscheinlich schon, was jetzt kommt. Hier ist jetzt nur mal aus Spaß das 1-Grad-Ziel angebracht. Ihr werdet gleich sehen, das ist längst erledigt. Das 1,5-Grad-Ziel wie auch das 4-Grad-Ziel, die gibt es beide nicht mehr. Das werden wir nicht mehr erreichen. Das ist nicht möglich. Aber nur damit ihr mal seht, wie schnell das jetzt vollkommen außer Kontrolle gerät. Spätestens dann seit den 90er Jahren. Das sind alles Messdaten, ne? Das sind keine Meinungen. Ich zeige euch hier nur ausschließlich Messdaten, sonst überhaupt nichts. Und den Rest könnt ihr euch vorstellen. Das endet jetzt in dem Fall hier 2021, aber ihr ahnt schon, es spiralisiert raus. Und wenn man das kippt, dann könnt ihr also ziemlich deutlich sehen, dass das die Klimastreifen sind, die man eben jetzt überall auf den Straßen und bei Scientists for Future sieht. Also das ist gemessen. Ja, das ist quasi gerade das Säulendiagramm, was ihr gesehen habt. Wenn ihr das hier quasi abschneiden würdet und dann drehen würde, dann hätte ich das Säulendiagramm von gerade eben. Das ist keine Meinungsäußerung. Und wenn er so Klimastreifen sieht, wisst ihr jetzt also besser, was die bedeuten. Das erzeugt immer viel Gegenbewegung, dass man die nicht auf die Straße malen soll und so. Also da fragen wir uns immer, wo da jetzt genau das Problem ist. Gleichzeitig ist das passiert, was mich sehr beschäftigt, was ich hier vor 5 Jahren auch schon mal vorgestellt habe. Wenn ihr mal guckt, das hier unten ist immer die Zeitachse, also 2008 bis 2017, 2008 bis 2017, 2008 bis 2017. Ja, das ist ein Zeitraum von 10 Jahren. 10 Jahren. 10 Jahre. Und jetzt guck mal, wie diese Daten nach unten rauschen. Hier geht es jetzt um Artenvielfalt. Manche Leute denken ja, ach, wir verlieren mal so 1, 2 Arten, irgendwie ein Panda oder irgendwie ein Kanarienvogel oder so. So explizit, so extrem ist das Artensterben, in dem wir gerade sind. Interessiert niemanden. Ich finde das unfassbar. Das ist die Anzahl der Arten, die es gibt. Oder der Biomasse, was halt die Menge der Tiere jetzt ist, ja, oder die Häufigkeit der Tiere. Ist völlig egal, welche Skala ihr nehmt. Ihr seht, paf, das geht also einfach alles runter innerhalb allerkürzester Zeit. Jetzt reden wir nicht von 1780 oder 19... Sondern die Arten, die neu entstehen, gegengerechnet, kommt gleich tatsächlich. Ja, geht er gleich drauf ein, wird gegengerechnet, hilft nicht. Hilft ein bisschen, aber nicht wirklich. 1970, wir reden jetzt von 2008 bis 2017. Bam, das geht also... Bitte?
Warum verschiedene Balken? Weil das unterschiedlich gerechnet wird. Es gibt ja unterschiedliche Methoden, um sowas zu bestimmen. Ja, Biomasse, da stellt man irgendeinen Container auf und dann sammelt man einfach, was da alles so reinfliegt, zum Beispiel Insekten. Ja? Insekten, dann machst du solche Container auf und dann wartest du einfach, was da alles so reinfliegt. Du ziehst die mit verschiedenen Dingen an, dann machst du den Container zu, nach einer bestimmten Messperiode, dann guckst du, wie viel Biomasse hast du im Container drin. Das machst du alle paar Jahre und dann stellst du fest, es wird immer weniger. Dann sagen einige Leute, ja, das liegt ja daran, dass du am falschen Ort gemessen hast. Dann misst du an 100 verschiedenen Orten auf der Welt und stellst fest, es ist scheißegal, wo du misst. Das sind nur 10 Jahre und es geht in den 10 Jahren geht es einfach knallhart runter. Jetzt sagt ihr, ja, okay, gut, es kann ja sein, dass das irgendwie vielleicht jetzt eine zu kurze Messzeit ist oder so. Ist aber nicht der Fall, wenn wir jetzt mal auf die Kurven gucken. Kurze Frage zu der Biomasse bei den Tieren. Bezieht sich das nur auf wild- oder freilebende Tiere oder auf die domestizierten Arten? Ja, du hast recht. Der Großteil der Lebewesen, die heutzutage auf der Erde leben, sind tatsächlich domestizierte oder sogenannte Haustiere. Also Tiere, die gefoltert und dann geschlachtet werden. Genau, das ist richtig. Aber hat er gesagt, ne? Also er kommuniziert jetzt wieder zu extrem, ne? Also könnte sein, dass ihr jetzt in einer Trotzreaktion landet und jetzt erstmal denkt, jetzt erst recht ein Steak, ne? Könnte sein, er kommuniziert gerade wieder falsch. Wäre besser, wenn er das ein bisschen vorsichtiger formuliert. Ne? Also ich will euch ja nicht auf den Schlips treten, deswegen ordne ich das kurz vor euch ein, bevor ihr das macht. Das bezieht sich hier auf all arthropod species. Danke, dass du nachfragst. Das ist jetzt hier für Gliedertiere, also die sind grundsätzlich nicht in der Zucht von Menschen oder in ganz geringen Mengen. Danke für die Frage. Genau, das sind Arthropoden, genau. Und wenn wir jetzt mal wieder zurück zu den Temperaturen kommen, ich komme gleich nochmal zu den Arten, dann gehen wir jetzt nochmal zu 1880 zurück, einfach damit ihr das nochmal sehen könnt. Das ist jetzt von der NASA eine Kurve. Da seht ihr also jetzt, wie das also hochgeht. Das sind die Global Average Temperatures. Vorhin habt ihr die aus Deutschland gesehen. Das sind die weltweiten Temperaturen und zwar hier als Temperaturanomalie dargestellt gegenüber der Ursprungskurve, die ihr ganz am Anfang auch gesehen habt, als ich die ersten historischen Bilder gezeigt habe. Also da seht ihr schon, das geht hoch. Ob ihr das jetzt linear oder exponentiell zeichnen wollt, spielt überhaupt keine Rolle. Da gibt es auf jeden Fall nichts zu diskutieren. Bin seit heute Corona positiv. Zum Glück ist Bonjo immer mit guter Unterhaltung am Start. Bleibt alle gesund und danke für die schönen Streams, Bonjo Herz. Ja, gute Besserung. Ich hoffe, du hast einen milden Verlauf. Scheiße, weil, wie gesagt, wir mittlerweile durch diese Messungen wissen, dass die Klimaziele, die ihr so kennt, verfehlt werden. Also wenn ihr so die Politiker, Politikerinnen, Wirtschaftsleute hört, die sagen, ja, das kriegen wir noch hin. Mit dem 1,5 Grad, hier müssen wir uns nur drum bemühen. Das ist eine Lüge. Ja, ne? Also wenn jetzt noch Politiker vom 1,5 Grad Ziel sprechen, was sie ja tun, ne, kommt immer wieder vor, dann ist das unehrlich. Also es geht nicht. Ja. Es ist unmöglich. Es ist legit unmöglich, das 1,5 Grad Ziel noch zu schaffen. Damit wir das 1,5 Grad Ziel noch schaffen, also jetzt rein mathematisch, was dazu notwendig wäre, ist, dass wir sofort, unmittelbar, nicht morgen, nicht jetzt in diesem Moment, alles abstellen, alles. Kein Auto mehr fahren, niemand fährt mehr Auto, niemand betreibt mehr irgendeine Fabrik, niemand konsumiert noch Fleisch. Wir müssen jetzt sofort mit allem aufhören. Nur dann würden wir das 1,5 Grad Ziel noch schaffen. Alles andere mit irgendwelchen, ja, 2030 machen wir dies und das und 2035 das und das und so, funktioniert nicht. Rein rechnerisch, mathematisch unmöglich. Wurde ausgerechnet vom IPCC. Geht nicht. Also es ist, wir sind komplett am Arsch. So. Lüge. Ist also wissenschaftlich nicht mehr möglich. Dann habt ihr gleichzeitig jetzt die aktuellen Meldungen alle gesehen. Das nur, ich zeige es euch extra, weil... Ja. Können wir die CDU aufgrund dieser Realitätsentfremdung einfach gesammelt in die Klapse stecken? Wie das jetzt sozusagen psychiatrisch zu bewerten ist, das kann ich nicht beurteilen. Also ich denke, die Verleugnung, das werdet ihr gleich sehen, ist bei den meisten Menschen vorhanden, auch bei denen, die sich für sehr aufgeklärt halten. Da komme ich am Ende zu. Also auch die klugen, liberalen, Aufgeklärten befinden sich leider dann in derselben Klapse wie die CDU vermutlich, wenn du die in die Klapse stecken willst. Dazu komme ich gleich. Der Sommer 2021 war der heißeste seit Beginn der Aufzeichnung. Das vergessen wir heute schon wieder. Wie ist es? Keine Angst, es wird noch schlimmer mit den Zwischenfragen. Das ist aus Österreich. Da könnt ihr sehen, die Abweichungen zum Bezugszeitraum 1981 bis 2010 hat man jetzt einfach mal genommen. Also ich zeige euch das, weil es ist völlig egal, welchen Bezugszeitraum ihr nehmt. Es ändert sich überhaupt nichts dadurch. Und selbst wenn ihr sagen würdet, ja nee, das ist mir alles zu unsicher mathematisch, auch wenn wir hier über all diese über 2,3 oder bis zu 2,3 Grad liegenden Überhitzungen sehen, dann haben wir ja die Dürre. Die Dürre ist ja nun mal vorhanden. Also da können wir ja die Mathematik weglassen, die sehen wir einfach. Die Ausdehnung und Dauer dieser Temperaturanomalien sind völlig neuartig, die sind noch nie gesehen worden. Und das Interessante dabei ist, das ist von hier oben, das ist der Zeitraum, das könnt ihr jetzt nicht sehen, 1857. Freut ihr euch eigentlich schon, wenn wir Wasser rationieren werden in den nächsten Jahrzehnten?
also in Deutschland. Ne? Also es wird sehr, sehr wahrscheinlich dazu kommen, dass ihr nur noch begrenzt viel Wasser am Tag benutzen dürft. Habt ihr da Bock drauf? Ich freue mich auch. Das wird eine großartige Zeit. Bis 1860 ist hier sozusagen runtergewandert und hat jetzt größere Flächen besiedelt. Das ist, war für mich auch sehr ungewohnt, weil ich eher gedacht hätte, dass das jetzt von hier oben, von hier unten hochwandert. Aber das ist erst später passiert. Also ich zeige euch diese Presseausschnitte, weil ich immer höre, das habe ich noch nie gehört, davon wusste ich überhaupt nichts, warum sagt mir das keiner? Das ist so die häufigste Frage, die ich kriege. Nur es steht in jeder Zeitung, auf Twitter, in jedem sozialen Medium, Frühjahr zu trocken, 31. Mai 2022. Also wer das nicht mitkriegt, dem ist halt irgendwie nicht zu helfen. Das kann dann nicht mehr das Problem der Wissenschaftler und Forscher sein. Hm? Sag ruhig. Alles gut, danke. Nee, sag bitte gerne. Also, dafür war es zu viel Unsinn. Ach so, ja. Ich habe meine Frage. Ja. Und zwar ist mir aufgefallen, in Westerwald zum Beispiel, der ist Baumsterben. Also das ist sehr massiv, ist, wo richtige Felder von Bäumen... Ja, die Bäume... Genau, die Bäume sterben nicht nur im Westerwald, sondern auch im Harz und so. Ja, nicht nur in Indien, ne? Also weil gerade im Chat hier sind, das ist nicht nur in Indien so mit der Wasserration. Südeuropa, Spanien, Italien, Griechenland, Türkei, ja? Da ist das ganz normal. Nur jetzt wird es bei uns langsam auch so warm und so trocken und die Flüsse haben langsam, werden auch immer niedriger. Wir kriegen langsam auch in Deutschland Probleme. Es gibt auch immer wieder Gebiete in Deutschland, wo das jetzt schon knapp wird und wo man jetzt schon von... wo sich Bundesländer gegenseitig helfen oder angrenzende Gebiete innerhalb des Bundeslands. Und das wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Wer hätte es geahnt? Sonst auch überall, was eben auch mit der Dürre unter anderem zusammenhängt und mit den Monokulturen, die eben auch wieder mit der Ausbeutung der Natur zusammenhängen, da komme ich gleich noch zu. Nur damit ihr das mal seht, ihr müsst euch gar nicht auf die Presseberichte stützen, wenn ihr sagt, vielleicht, ja, die Presseberichte, so weiß ich nicht, ob ich denen trauen kann, die wollen ja nur Geld mit den Auflagen machen, dann könnt ihr einfach die meteorologischen Aufzeichnungen euch angucken, das ist vom Met Office von heute, habe ich es runtergeladen, die Meldung ist aber schon vom 21. Dezember. Das ist tatsächlich so, dass das auch von allen Forschern und Forscherinnen ständig veröffentlicht wird. 2022 wird wieder das wärmste Jahr aller Zeiten. Da könnt ihr sagen, ist doch prima, trinke ich Cocktails, lege ich die Beine hoch. Schauen wir uns mal an, wie sich das in der Zukunft darstellen wird. Auch von der NASA die Daten, seit 1952. Also es ist natürlich, die Pflanzen können sich nicht so schnell umstellen. Ihr seht der Sommer. Ja, ihr seht jetzt, wie sich wie der Anteil der Jahreszeiten, wie man die Jahreszeiten normalerweise so temperaturabhängig und feuchtigkeitsabhängig definiert hat, wie die sich verändern nach den damaligen Definitionen. Sommer wird immer länger und der Sommer wird auch glühend heiß und Dürre haben. Also so, warum ist das ein Problem? Das ist nicht deshalb ein Problem, weil das unangenehm ist, wenn es lange warm ist für uns Menschen. Das ist deshalb ein Problem, weil die Pflanzen Jahreszyklen haben. Die brauchen gewisse Zeiten, um sich zu regenerieren, sich zu vermehren und so weiter. Und wenn die Pflanzen ein Problem haben, haben auch die Tiere ein Problem, die sich von den Pflanzen ernähren. Dann haben auch die Insekten ein Problem, die auch ihre Zyklen haben und so weiter und so fort. Und dann haben wir wieder dieses Artensterben, von dem wir gerade eben gesprochen haben. Und das beeinflusst dann auch unsere Menschen, also die Menschen, weil es dann nicht nur unangenehm wird von den Temperaturen, sondern weil uns dann das Ökosystem zusammenbricht. Und dann haben wir wieder ganz viele andere Folgeprobleme. Es ist nicht so, es ist halt ne, alles mit allem zu tun. Man kann nicht denken, ach, so ein Grad wärmer, mein Gott, dann trage ich halt ein T-Shirt länger in dem Monat. Nee. Das heißt, in diesen Wachstumsperioden, die wir heute kennen, die wird es nicht mehr geben. Der Winter, der wird dann 2100, das ist jetzt die aktuelle Projektion von der NASA, gestützt auf Daten von Wang und all, 2021, wird das also hier irgendwann Ende Dezember bis Januar noch sein. Da könnt ihr, wie gesagt, sagen, ist mir egal. Das größere Problem ist aber, wie sollen wir hier landwirtschaftlich vorgehen? Wegen der Dürre. Ansonsten wäre die Sonne natürlich prima. Das heißt, kurz gesagt, es wird mega heiß. So, das bezieht sich auf alle Länder. Besonders betroffen sind natürlich die Länder, die eh schon sehr warm sind. Die Hitze ist aber gar nicht das Hauptproblem, werdet ihr auch gleich noch sehen. Es kommt noch viel mehr dazu. Das heißt, wenn ihr denkt, ja, ist egal, dann gehe ich halt in eine Region, wo es nicht so heiß wird, das wird euch leider auch nichts nützen. Gleichzeitig, und das haben wahrscheinlich die meisten überhaupt noch nicht gehört, auch nochmal von der NASA hier, ganz aktuell, das ist von gestern. Hier seht ihr, das sieht zwar aus, als ob es nur bis 2015 geht, das ist der Datenpunkt, der gestern verfügbar war. Bis jetzt haben die Ozeane große Mengen dieser Hitze aufgenommen. Und ihr habt sicher schon mal gehört, diese... Ja, bevor er das jetzt weiter ausführt, ich muss kurz was erklären, ne? Weil viele von euch kennen ja so wissenschaftliche Diagramme wahrscheinlich nicht so sehr. Ihr seht hier diese mit weniger Transparenz, ja, diesen Hintergrund, dieses Hellblaue. Und da wisst ihr vielleicht gar nicht, was bedeutet das denn? Dieses Hellblaue ist der Fehler, ja, weil das ist lange her, man ist sich nicht so sicher in den Daten. Aber der Fehler ist so groß, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, von früher weiß man das ja gar nicht so genau, könnte ja auch alles ganz anders sein.
Ja, könnte ganz anders sein. Nämlich diese schwarze Kurve, die könnte so weit höher sein oder so weit niedriger sein. Das ist korrekt. Aber der qualitative Verlauf, der ist schon ziemlich sicher. Sogenannten Kipppunkte, ob es die gibt oder nicht, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber die sind natürlich vorprogrammiert. Weil wenn der Ozean den Großteil der bisherigen Hitze aufgenommen hat, dann ist ja logischerweise so, dass irgendwann nicht mehr geht. Ne? Also irgendwann kann, ich meine, das Meer kann nicht kochen, das wird nicht funktionieren. Oder wenn es kocht, dann lebt keiner mehr. Das heißt also, gleichzeitig wird die Wärme immer größer, die hier in den Meeren gespeichert wird, und da wird irgendwann Schluss sein. Ist das ein Problem und hat das wirklich was mit dem restlichen Klimawandel zu tun oder hat das vielleicht irgendwelche anderen Ursachen? Da wird man sehr, sehr häufig nachgefragt. Gucken wir doch mal in die allerneueste Veröffentlichung dazu, die gerade eben erst rausgekommen ist. Die ist jetzt auch wieder in der Nature. Das ist eine von diesen beiden sehr guten Zeitschriften. Das heißt, wir haben hier die Wärmemenge, die hier auf dieser Achse dargestellt ist. Und hier ist jetzt seit den 1960er Jahren dieser Anstieg dessen, was da im Meer gespeichert wird. Das kann man auch sehr leicht messen. Ja, ne, also das wissen bestimmt viele auch von euch, nur in einem anderen Kontext. Wasser ist ein guter Wärmespeicher. Wasser nimmt Wärme sehr, sehr gut auf und auch für relativ lange Zeit. Gibt das aber auch wieder schnell ab, wenn man nur die richtigen Medien und so weiter in Kontakt bringt. Das habt ihr, ich meine, woher kennt ihr das? Ihr wisst zum Beispiel, wenn ihr, was ist ein gutes Beispiel dafür? Aber wenn ihr duscht oder so mit kaltem Wasser, dann merkt ihr relativ schnell, dass wenn euch heiß ist, ja, also wenn es hohe Temperaturen sind und ihr umgebt euch mit Wasser, dass das Wasser die eure hohe Temperatur leicht aufnimmt. Ja? Wasser ist ein guter Wärmespeicher. Das funktioniert aber nur so lange, bis das Wasser, bis das Wasser gewisse Kapazitäten erreicht hat. Wärmekapazitäten heißt das sogar. Ja? Und dann irgendwann hat das Wasser die ganze so viel Wärme aufgenommen, wie es nur irgendwie geht. Dann ist das Wasser ungefähr genauso warm oder genauso, hat ungefähr die gleiche Temperatur wie ihr. Dann kann das Wasser euch nicht mehr kühlen. Dann habt ihr ein Problem. Und wenn die Ozeane sich immer weiter aufheizen, was sie ja tun, dann können die irgendwann nicht mehr die Wärme aufnehmen, die in der Atmosphäre drin ist. Und dann schlägt der Treibhauseffekt erst so richtig zu, weil dann haben wir keinen Ozean mehr, der die Wärme aufnehmen kann. So, jetzt nochmal kurz. Hängt das wirklich mit der restlichen Erwärmung der Luft und allem anderen zusammen? Ja, tut es. Das wird tatsächlich untersucht. Hier seht ihr das zum Beispiel auch wieder Universität Hamburg und Max-Planck-Institut aus Hamburg. Das ist diese Wolke, aus der unser Nobelpreisträger von letztem Jahr für Physik kam. Ganz, ganz neue Veröffentlichung von 2022, ganz aktuell. Und der Zusammenhang ist vorhanden. Das ist immer ganz wichtig, weil sonst kommen irgendwelche Trolle und sagen, ja, das ist ja, das, du zählst hier Erbsen und Bananen und Orangen- und Computerbildschirme zusammen. Was viele auch vergessen ist, dass das nicht nur in Italien, den Fluss, was ihr gestern vielleicht gesehen habt oder vorgestern, der Totalaustrocknung und dergleichen passiert, sondern das geht schon was länger. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wie zum Beispiel New York die U-Bahn geflutet wurde. Habt ihr die Bilder noch im Kopf, wie diese riesigen Wassermengen in die U-Bahn in New York reingelaufen sind? Habt ihr noch in Erinnerung, wie der Bürgermeister von New York gesagt hat, so etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Wohlgemerkt, der Bürgermeister von New York, wisst ihr noch, wie die Stürme und die Überflutungen nicht nur in Deutschland da waren? Und da könnt ihr jetzt immer noch sagen, ist mir egal. Also ist... Worauf er jetzt gerade so ein bisschen zu sprechen kommt. Ich finde, er führt das in diesem Punkt gerade nicht so gut aus, deswegen erkläre ich es. Es geht darum, dass Wetterextreme ebenfalls zunehmen. Ja? Es geht um Dürren, es geht um Stürme, es geht um Überschwemmungen und so weiter und so fort. Auch die Anzahl an Wetterextremen, die katastrophalen Einfluss auf lokale Gegebenheiten haben, die nimmt pro Jahr zu. Ja, da kann man auch Diagramme aufzeichnen. Ist doch prima, wir haben mehr Sommer, wir haben weniger Winter, die Meere heizen sich auf, ist auch angenehm für mich, ja, ich mag auch kein kaltes Wasser und in New York, dann kaufe ich mir da halt kein Loft. Also kein Problem, also so fucking what. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin schon kurz eingeschoben habe und wo den meisten überhaupt nicht klar ist, wo der Zusammenhang ist. Weil man bis dahin ja noch sagen kann, na gut, das sitze ich aus, dann muss ich halt im Schatten arbeiten oder nachts arbeiten oder so. Ist jetzt irgendwie, vor allen Dingen, was habe ich damit zu tun, das kann ich eh nicht ändern und so. Ne? Ja, das stimmt aber nicht. Die Meldungen, die so nebenbei auch in der Zeitung stehen, wie gesagt, ich zeige euch das mit Absicht, 2020, Vogelarten sterben schneller als gedacht. Was heißt denn jetzt bitte als gedacht? Also wie schnell denkt man denn, wie die sterben, ne? Die ganzen Tiere? Und das funktioniert so, man schaut sich die Vogelbestände in verschiedenen Gebieten an. Das hier ist jetzt eine relativ neue Untersuchung. Die enden, müsst ihr euch nicht wundern, oft 2015. Nicht, weil die Untersuchung da geendet hat, sondern weil die Daten da statistisch sicher sind. Und hier guckt euch mal an, wie die Vogelarten zurückgegangen sind. In 15 Jahren. 13%, nochmal 13%. Was sind das hier? 32%.
könnt ihr das jetzt einfach sehen. Auch hier wieder, hier ist dann die Artenmenge sozusagen. Hier unten geht es von 1990, in dem Fall bis 2015. Und dann sind diese gestrichelte Linie, sind alle Vögel. Und das Interessante sind die braune Linie, falls ihr das sehen könnt. Die untere ist die braune Linie. Das sind die Vögel in der Agrarlandschaft. Die trifft es immer am härtesten. Das heißt, das ist schon der erste Hinweis darauf, wo das Problem ist. Es wird Ja, richtig, richtig. Nicht Arten, sondern Tiere. Aber Arten sind auch so in dem ungefähr ähnlichen Maße zurückgegangen. Richtig, aber die Anmerkung, hier geht es um Vögel insgesamt, also Vogelbestand und nicht Artenvielfalt. Aber Artenvielfalt ist auch zurückgegangen. Die Agrarlandschaft geht kaputt und dadurch sterben die Vögel. Könnt ihr jetzt sagen, wie zum Beispiel in China, ist mir egal, Vögel sind eh lästig, die möchten wir töten. Das wurde zum Beispiel in unter Mao gemacht. Da hat man gesagt, also Heuschrecken, Fliegen, Vögel, die werden alle getötet, die sind lästig. Also gut, ihr hasst also auch Vögel. Ist ja, kann man ja sich vorstellen. Gucken wir mal in die rote Liste, wie das in anderen Ländern ist. Das ist Europa, hier könnt ihr sehen, geht also runter, auch wenn ihr es nicht erkennen könnt. Wie gesagt, wir zeichnen es eh auf, aber das hier ist die Menge der verschiedenen Vögel und die Artenvielfalt ist immer hier auf der Achse. Und dann hier ist die Zeit seit 1965 bis 2015 und hier seit 1980 bis 2015. Und mehr müsst ihr jetzt vorläufig erstmal gar nicht wissen. Es geht einfach überall da, wo besonders Agrarlandschaft ist, geht es also steil runter. Jetzt... Fragen zu der Artenvielfalt bei den Vögeln, gerade jetzt in der Agrarlandschaft, das ist ja auch noch eine Frage, wie ist die Landschaft strukturiert und durch Agrarbetrieb und sowas, das ist ja auch ein Faktor, was den Lebensraum angeht. Genau. Ist das auf ähnlicher Level mit der Klimaveränderung? Genau. Ganz exakt, das ist genau der Punkt. Das ist das Übersehene, worauf ich hinaus will. Das Übersehene dahinter ist, dass es eben nicht nur die Temperaturerhöhung ist und die Meereserhöhung und was weiß ich was, sondern das Hauptproblem ist, dass ihr das alle selber in der Hand habt, und zwar jeder Einzelne persönlich, also nicht nur dieses Blabla, tut was gegen den Hunger auf der Welt oder so, wo ihr dann irgendwie Geld spendet oder so, sondern ihr könnt persönlich heute direkt Einfluss auf diese Agrarsachen nehmen. Genau, danke, da hast du recht. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Deswegen erkläre ich euch nur, was hier oben steht, damit ihr seht, es gibt wirklich unglaublich viele Studien dazu, weil hier seht ihr nämlich zum Beispiel die grüne Linie, mehr müsst ihr nicht sehen. Also hier ist wieder die Anzahl der verschiedenen Tiere, hier ist wieder der Zeitraum seit 1968 bis 2018. Ich baller euch so zu mit Daten, damit ihr seht, dass das nicht einfach nur irgendwelche Zufallsbeobachtungen sind. Und dann geht das hier wieder die grüne Linie runter. Die grüne Linie sind in dem Fall jetzt Grassland Specialists, also nicht nur die sowieso auf Agrarlandschaft so ein bisschen angepasst sind, wo ja auch die Frage ist, warum sterben die Vögel da eigentlich, wenn sie darauf angepasst sind. Da kommen wir gleich noch zu, sondern auch die, die auf Wiesen und sowas angepasst sind. Warum sterben die? Ich meine, das verstehe ich nicht. Wiesen werden ja jetzt vielleicht dürre, aber die sind ja in den 70er, 80er Jahren noch nicht verdorrt. Also irgendwie steckt da noch so ein geheimes Ding drin. Dasselbe gilt jetzt für was? Jetzt dürft ihr gerne lachen. Für Regenwürmer, je nachdem, wie intensiv die Landwirtschaft ist, das seht ihr hier, null landwirtschaftliche Nutzung, 100% landwirtschaftliche Nutzung mit allem Chemikalien und Zeugs, was ihr habt. Und hier ist dann die Größe der Regenwürmer aufgeführt. Ne? Dann seht ihr, hier werden die also immer, wenn ihr das hier seht, also hier ist die Intensität der Landnutzung und dann ist hier angegeben die Body Size sozusagen, ne, von den Regenwürmern. Dann seht ihr, dass hier auch ein Zusammenhang besteht. Das heißt, es werden nicht nur weniger Tiere, sondern die werden manchmal auch kleiner oder sie können sich nicht mehr fortpflanzen. Also es passiert jedenfalls irgendwas. Und das hat Charles Darwin schon erkannt. Der war nämlich krämerisch, der war so ein Kaufmann auch und der hat gesagt, wenn wir keine Regenwürmer haben, dann sterben wir. Also das kennt ja alle so. Warum sind die bei 10% noch so klein? Weil es immer irgendwelche Ausnahmefälle gibt. In der Biologie hast du immer irgendwelche Extremfälle. Du hast ja Millionen von Milliarden von Arten. Und es gibt immer ein paar, die das schaffen. Aber es sind leider nur ein paar. Und die Masse schafft es nicht. Ja? Wenn du Milliarden von Arten hast, dann hast du immer den einen Spezialisten, der mit allem klarkommt. Aber wenn dir die anderen 99% wegsterben, dann ist das auch nicht so geil. Habt ihr schon mal gehört von den angeblich verrückten Wollsockenträgern und Trägerinnen? Wenn irgendeine Tierart stirbt, dann stirbt die ganze Menschheit. Dann habt ihr geschmunzelt und gesagt, naja, ist ja süß, ne? Das kriegen wir schon in den Griff. Und das ist aber so, könnt ihr lesen, das Buch, sehr gutes Buch, hat er das rechnerisch, wirtschaftlich, biologisch ausgerechnet, dass dann dadurch, dass der Ackerboden von Menschen halt nicht bearbeitet werden kann, so wie wir in der Pflege sagen immer, pflegt euch doch selbst, ne? Wenn ihr kein Pflegepersonal mehr habt. Genauso können die Regenwürmer sagen, ja, dann bearbeitet doch den Ackerboden selbst. Ne? Das wird ein bisschen schwierig. Es betrifft auch Tiere, die jetzt nicht so direkt für euch erkennbar an eurem persönlichen täglichen Leben beteiligt sind, zum Beispiel irgendwelche Schmetterlinge. Von 1990 bis 2015 um fast 50%, also 44% zurückgegangen. Schmetterlinge, das ist jetzt wieder Grünland. Und hier seht ihr, auf dieser Seite seht ihr jetzt wieder die Vielfalt der Schmetterlinge oder die Menge der Schmetterlinge.
Und hier unten seht ihr wieder, das kennt ihr jetzt schon, in dem Fall 1990 bis 2005. Und auch hier, wenn euch eine Linie durchstellt, geht ihr mega krass runter, so weit runter, dass man schon das Kotzen kriegt, weil man jetzt hier schon die Nulllinie mehrmals fast streift. Allerdings muss man sagen, hier seht ihr, dass das zwischen 0 und 50 ist das zusammengezogen. Also da muss man vorsichtig sein. Ne? Aber ihr seht, das kommt schon sehr, sehr, sehr nah an das, was wir biologisch jetzt Nulllinik nennen, also kompletter Populationszusammenbruch. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Nämlich, das sind genau die drei Viertel der Tiere, die auch in Naturschutzgebieten verschwinden. In Deutschland verschwinden drei Viertel der Tiere in Naturschutzgebieten in den letzten 25 Jahren. Weg. Die Biomasse, die Artenvielfalt. Was zum Fuck ist da los? Ne? Also das ist das jetzt nur die Trockenheit? Ist das nur die Erwärmung? Schmetterlinge sind auch anfällig. Nee. Es ist egal. Es ist fast egal, welches Tierart ihr nehmt. Alle Graphen sehen so aus. Ihr werdet das auch gleich noch sehen, der wird das auch noch zeigen. Du musst schon die Ausnahme suchen, wo es nicht so aussieht. Alle Graphen zeigen nach unten. Wir haben ein globales Artensterben fast aller betroffenen Arten. Du musst nach Ausnahmen suchen. Ist das die Wassertemperatur? Ist das die Landwirtschaft? Aber im Naturschutzgebiet ist doch keine Landwirtschaft, ne? So, jetzt müsst ihr ein letztes Mal ganz tapfer sein. Jetzt kommt nochmal eine... Das ist gerade richtig verstanden, ja. Dass... tendenziell in Naturschutzgebieten, dass er schneller die Artenvielfalt stirbt als woanders. Nein, in Naturschutzgebieten wurde es nur länger gemessen, weil man da die Aufmerksamkeit hingerichtet hat. Besonders die naturkundlichen Vereine und die insektenkundlichen Vereine, die das da gemessen haben, die haben eben gerne in den Naturschutzgebieten gemessen, weil die Artenvielfalt höher war. Die haben damit angefangen, überhaupt nicht um das Artensterben zu messen, sondern die haben sich nur an der Vielfalt erfreut. Das ist nicht eine statistische Verzerrung? Nein, es ist keine Verzerrung. Das ist tatsächlich, ja, ist gut, dass du das fragst. Das wurde denen auch immer vorgeworfen, besonders von der Krefelder Studie, was eine deutsche Studie ist in dem Naturschutz. Gebiet. Ich kann es euch gerne gleich noch zeigen, wenn ihr möchtet. Es ist keine Stichprobenverzerrung, was zu Recht, also auch, du sagst es auch zu Recht, aber es ist weltweit überall dasselbe gemessen worden, nachdem das angeleiert wurde. Es gibt keine Studie, die etwas anderes gezeigt hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal ganz tapfer sein, weil das ist der Teil, wenn euch das Thema interessieren sollte. Ihr könnt jetzt natürlich auch sagen, ich will nur eher die Häppchen haben, aber falls euch das interessiert, jetzt kommen wir zum Kern des Problems. Und das betrifft euch persönlich, eure Kinder und euch, und zwar das echte persönlich. Das persönlich, wie wenn ihr ins Bett geht und euer ganzes Bett ist voller Chipskrümel. Das persönlich, wie wenn ihr ins Bett geht und jemand hat reingekotzt. Das persönlich, wie wenn ihr rausgeht und einer haut euch auf den Hinterkopf. Das persönlich, wie wenn ihr gleich rausgeht, ihr rutscht aus und brecht euch den Arm. Das echte persönlich. Auch wenn das gleich... Jetzt kommuniziert er wieder falsch, ne? Kann er nicht mal sachlich bleiben? So wie die Wissenschaftler vor 50 und 100 Jahren. Dann hätten wir drauf gehört. Ah, nee, haben wir nicht. Ach, verdammt. Langweilig aussieht. Und zwar das hier ist aus dem aktuellen Insektenatlas. Hier habt ihr alle Arten. Nicht alle, aber ihr habt eine große Auswahl an verschiedenen Arten und ihr merkt, eieiei, ihr müsst nach den Ausnahmen suchen. Deutschland jetzt, das sind die Verluste der verschiedenen Tierarten. Ihr könnt das nicht lesen. Ich sage euch mal, was ihr da seht. Und zwar wurde das aufgeteilt in Abnahme. Das ist dann dieses Violett oder gleichbleibend. Das ist gelb. Unter Daten ungenügend. Das gibt es also auch. Zum Beispiel hier, das sind jetzt Tanzfliegen. Das ist eine schwierige Tiergruppe. Da sind die Daten ungenügend. Gehen wir mal zu den Arten, mit denen sich sehr viele Biologen und Biologinnen sehr gut auskennen. Nehmen wir mal die Ameisen. Das könnt ihr euch vorstellen. Da gibt es viele Expertinnen und Experten für und Bienen. Also nehmen wir erstmal die Ameisen. Die Ameisen, wartet mal selber, ich muss selber gucken gerade. Ah, hier, Bienen und Ameisen, da sind sie, da, Bienen. Bienen, 223 Arten, also Wildbienen und so weiter, Hummeln und so weiter. Also Abnahme im allergrößten Umfange. Also hier sind wir locker bei den drei Viertel. Und jetzt kommt das für mich Verrückteste, Ameisen. Man denkt ja so, Ameisen sind durch nichts tot zu kriegen. Ameisen sind fast komplett im Rückgang begriffen. Also wir sind jetzt hier wirklich fast bei 100% in Deutschland, aktuelle Zahlen. Ne? Also nur, damit ihr das mal seht. Das heißt, was haben wir hier? Danke, dass du es nochmal gesagt hast gerade. Weltweite Studien, verschiedene Lebensräume. Von mir aus, wenn man so will, sogar verschiedene statistische Methoden, wenn man es streng nehmen will, weil es verschiedene Biodiversitätstechniken gibt. Wir sind bewiesen, gemessen im sechsten großen Artensterben. Und die anderen Artensterben haben aber stattgefunden, als es keine Menschen auf der Erde gab. Das heißt, wir sind gemessen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, das ist jetzt vom Museum für Naturkunde, die kleine Schrift könnt ihr nicht lesen, das ist auch nicht nötig, sondern wir sehen jetzt nur die Anzahl der Gattungen, also sagen wir mal die Anzahl der verschiedenen Tiere ist hier auf der Achse und hier, das sind jetzt Hunderte von Millionen Jahre hier unten auf der Achse. Und der Teil, der uns interessiert, ist der, wo der kleine rote Stern ist. Da könnt ihr sehen, Massenaussterben hier, Massenaussterben hier, Massenaussterben hier, Massenaussterben hier. Da hat es die Dinos dann mal erwischt. Und jetzt sind wir hier in einem Massenaussterben. Wir kommen zwar von einer Zeit, wo es relativ viele Arten gibt, aber das Verhältnis
oder die Steilheit der Abnahme ist so, dass wir in einem Massenartensterben sind. So. Ja, was in der Grafik nicht so ganz deutlich wird, ist, diese Kurve, die nach unten zeigt, die wird von Jahr zu Jahr steiler nach unten. Wir sind massiv in der Beschleunigung des Artensterbens. Die sterben nicht nur schnell, sondern die sterben auch noch von Jahr zu Jahr noch schneller. Okay, also nachdem das jetzt sicher gemessen ist im Jahr 2022, ganz sicher, weltweit, Zehntausende von Messungen, ach, das stimmt gar nicht, Millionen von Messungen. Gehen wir mal auf Kinderbuchwissen zurück. Also im Kindergarten, in der Schule habt ihr gelernt, okay, keine Ahnung, egal ob es stimmt oder nicht, ja, Heuschrecke, Grashöpfer, die fressen Pilze, das Gras hängt irgendwie mit den Pilzen zusammen, dann gibt es noch ein paar Bakterien und Einzeller, und dann gibt es dann die Eule, die frisst das Eichhörnchen, die hat wiederum das Insekt gefressen, das Insekt hat das Gras gefressen und so weiter. Und in Wirklichkeit, so einfach sind die Lebensnetze nicht. Wir Menschen denken das. Das ist so, wie man das erzählt und erklärt, damit man so einigermaßen nachvollziehen kann, wie sowas funktioniert. Ja, da hat man irgendwie 5, 4, 6 Arten, die sich angeblich in so einem Kreislauf befinden. Tatsächlich ist es viel, 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 viel komplexer. Und wir übersehen komplett das, weil es gibt immer wieder dieses, ach, diese Tierart, die braucht ja kein Mensch. Ja, vielleicht braucht kein Mensch die, aber Tausende von anderen Arten. Und diese Tausende von anderen Arten, da sind ganz viele bei, die wir Menschen wieder brauchen. Deshalb betrifft uns alles. Es gibt nicht eine unnütze Art oder sowas. Das gibt es nicht. Niemand, also kein Biologe, kein Ökologe oder so würde jemals so einen Blödsinn sagen. Ist aber nicht so, sondern die Lebensnetze sehen so aus. Das ist jetzt so eine bildliche Darstellung. Da sind in Wirklichkeit noch jede Menge Blumen drin und Katzen und kleine Pilze, die auf vermodertem Holz wachsen und Äpfel, die runterfallen und Eicheln und der Regen ist da. Und jetzt sagt ihr, voll die ESO-Darstellung, das machen bestimmt irgendwelche Leute, die Yoga machen und irgendwie, weiß ich nicht, was ihr noch irgendwie für friedlich und allzu lebensbejahend haltet, dann gucken wir uns das doch einfach mal mit einer echten Messung aus dem Wattenmeer an, weil das ist natürlich eine Darstellung, die stimmt zwar, aber die ist sehr, sehr liebevoll gemacht. Das hier ist jetzt eine technische Darstellung nur aus dem Wattenmeer. Das ist der Lebensraum nur in einem winzigen Gebiet des Wattenmeeres. Und jedes einzelne Element, was ihr da rausnehmt, und ihr habt gehört, die meisten der Tiere sterben uns gerade vor den Augen weg, dieses führt dazu, dass die Nahrungsnetze nicht mehr funktionieren. Und was passiert, wenn die Nahrungsnetze nicht mehr funktionieren? Dann habt ihr nichts mehr zu essen. Und zwar gar nichts mehr zu essen, weil man kann nicht hingehen und sagen, ja, ist mir egal, dann zum Beispiel, wie das jetzt im neuen Blade Runner war, dann essen wir halt nur noch Maden und bereiten die irgendwie schmackhaft mit Knoblauch zu oder so, ja, das werden wir schon überleben. Nee, weil die Maden sind ja auch in dem Nahrungsnetz irgendwie drin. Was sagst du zu Soylent Green? Soylent Green, Menschen essen. Ja gut, aber auch die Menschen werden natürlich sterben, wenn sie nichts mehr zu essen haben, also eine Zeit lang kann man noch Menschen essen. Das zweite Problem ist, weil ich versprochen hatte, dass es auch um Tintenfische geht. Wie gesagt, die haben einen Real-Life-Chat, ne? Also das ist so ein Ding, so, ne? Ich will euch mal kurz Tintenfische zeigen. Tintenfische können blitzschnell ihre Hautoberfläche und die Farben ändern. Das habt ihr alle bei YouTube schon mal gesehen, vielleicht. Ihr macht euch aber vielleicht nicht klar, dass es ein weiteres Problem gibt. Nochmal, ja, okay. Nämlich, das ist unwiederbringlich. Wenn diese Tiere mit ihrer, die sind älter, viel älter als Menschen, ne? Diese Lebewesengruppe, die gab es lange vor Menschen, ne? Diese Lebewesengruppe, wenn die ausstirbt, so wie die anderen, die kommen nicht wieder. Die haben Wissensvermittlung. Ich habe mit denen lange gearbeitet. Die können pfuschen wie kleine Schulkinder. Wir mussten die komplett abschirmen mit Blenden, weil die sonst abgeguckt haben von den anderen, wofür sie eine Krabbe kriegen. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Es geht gar nicht um Intelligenz, weil es gibt im Jahr 2022, da kann ich jetzt leider nicht drauf eingehen, das wäre ein anderer Vortrag, der ist aber auch im Netz der Vortrag, den könnt ihr euch angucken. Alle Tiere sind auf ihren Lebensraum perfekt angepasst. Die Intelligenz, die wir messen als Menschen, ist scheißegal. Diese Tiere gab es Millionen, teilweise Hunderte von Millionen Jahren vor Menschen und die wird es auch Hunderte von Millionen Jahren nach Menschen geben. Wen interessiert menschliche Intelligenz? Das ist keine Währung auf dem Planeten Erde. Die einzige Währung auf dem Planeten Erde ist Kalorien, dass ihr was zu essen habt und was zu trinken. Das ist die einzige Währung auf dem Planeten Erde. Es gibt keine andere Währung. Intelligenz ist keine Währung, weil es reicht zum Beispiel eine bestimmte Art des Sozialverhaltens, die bei jeder Tierart anders ist und die ist perfekt angepasst. Es gibt keine Art, die nicht perfekt angepasst ist. Nö, ich meinte nur eben nach dem Motto, ja, du hast vielleicht mehr Nieren, aber dafür habe ich dir trotzdem auf die Schnauze und nimm dir alles weg, was du zu essen hast.
Das ist auch richtig, aber das ist richtig. Aber mir geht es jetzt, das stimmt vielleicht, aber es geht um die biologischen Nahrungsnetze mir mehr. Das heißt, es geht gar nicht um die direkte Konkurrenz, aber es kann sein, dass du irgendwo total anders in dem Nahrungsnetz bist und abhängig von der, sagen wir mal, von der Mitarbeit, die die anderen Lebewesen im Nahrungsnetz leisten, egal ob du eine persönliche Auseinandersetzung mit diesem Lebewesen hast, egal ob du das jemals triffst. Also du hast wahrscheinlich auch mit den Regenwürmern und den Springschwänzen im Boden und den Bakterien nie eine körperliche Auseinandersetzung. Ne? Aber trotzdem sind die Bestandteil dieses Nahrungsnetzes. Und das kann man ja mal testen. Warum gibt es Wespen? Die meisten von euch werden sagen, ja, keine Ahnung oder ist mir egal. Also, warum gibt es Wespen überhaupt? Und ich will euch das mal zeigen aus einer Veröffentlichung von Brock und al., auch 2021. Das hier ist die Vorveröffentlichungsvorstellung. Ihr kennt alle Wespen, ne? die können so wie die Wespen, die ihr kennt, aussehen. Aber was euch vielleicht nicht klar ist, es gibt super viele Wespen und die haben sogenannte Supporting Services. Und dieses Support für Menschen, aus Menschensicht gesehen und für den Rest, nochmal, alle Lebewesen haben diese Funktion im Lebensnetz. Es gibt keine wichtigen und unwichtigen Lebewesen, es gibt nur die Zerstörung des Lebensnetzes. Und diese Ökosystemdienste, die können alles Mögliche sein, regulieren. Das kennt ihr alle, das meinetwegen Graupvögel fangen dann irgendwelche kranken Kaninchen oder sonst irgendwas. Das habt ihr alle schon als Kinder gehört. Aber was sind diese Supporting Services für Menschen? Zunächst mal, was für Lebensnetze gibt es jetzt bei Wespen? Ich dachte, die fressen nur Pflaumenkuchen. Keineswegs, sondern es gibt unglaublich viele Wespenarten. Die könnt ihr hier mal sehen. Das ist die neue Veröffentlichung von 2021. Ihr braucht auch wieder hier nichts erkennen, sondern ihr müsst nur mal sehen, das sind alles Wespen, die mit anderen Lebewesen in Nahrungsnetzen stehen. Und das ist ein Sandkorn am Meer, was ihr hier dargestellt seht. Die echten Nahrungsnetze sind ultra kompliziert. Und sehr, 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 sehr groß. Und was die zum Beispiel machen ist, die bestäuben unheimlich oft. Also was die meisten nicht wissen, deswegen stand das vorher noch da. Achtung, Honigbienen spielen keine Rolle. Honigbienen spielen keine Rolle. Merkt euch das, ja? Weil sobald irgendjemand sagt, hey, wäre ganz cool, wenn ihr hört auf Honig zu essen, kommt immer irgendjemand um die Ecke und sagt, aber Honigbienen sind ja voll wichtig für die Bestäubung. Nein, nein. Domestizierte Tiere spielen hier keine Rolle. Honigbienen sind scheißegal. Honigbienen dienen ausschließlich der industriellen Produktion von Nahrungsmitteln. Alles andere, was in den Nahrungsnetzen der Welt stattfindet, wird von Fliegen, ein Drittel aller Pflanzen werden von Fliegen bestäubt, ein weiteres Drittel von Wespen und dann kommen noch die ganzen Wildbienen und die Honigbienen sind sozusagen eine menschliche Züchtung wie so eine Milchkuh, die in irgendeinem Hochleistungsbetrieb steht. Also ihr könnt euch gerne für Honigbienen einsetzen, das ist niedlich, das hat aber nichts mit der biologischen Wirklichkeit zu tun. Also nur damit ihr das mal gesehen habt. Das heißt, was wir brauchen ist, also ihr kennt das, das haben wir jetzt, lineare Ökonomie, wir nehmen... Sag ruhig. Nee, bitte, sag doch. Nee, es ist eigentlich, also ich dachte früher, es ist genau umgekehrt, aber es ist einfach nur, glaube ich, was ist umgekehrt? Ein allgemeines Vorurteil, dass Wespen eben nicht wirklich einen ökologischen Mehrwert haben, sondern eher vieles bestäuben. Aber Wespen, genau. Das ist tatsächlich wohl doch eher schön. Nein, nicht eher. Also ein Drittel der Bestäubung grob kommt von Fliegen, ein Drittel von Wespen, ein Drittel von Wildbienen und so weiter. So ungefähr. Und von Honigbienen, das ist nur in der industriellen Züchtung, ne, wo man das braucht. Lineare Ökonomie funktioniert so, man nimmt was, man macht was da draus, man schmeißt es weg. So sieht's aus heute. Dann, was wir gerne hätten, also was so ein bisschen so mit so Thrift-Shops und so, die gibt es ja auch hier in Brüssel viel, habe ich schon gesehen. Man nimmt was, man benutzt es, recycelt das und dann schmeißt man es dann weg. Also, ja, ne? Also hier in der Mitte weg, da sind wir Deutschen ja ganz stolz drauf. Ne? Wir sind ja Weltmeister im Recyceln oder zumindest unter den Top 3 oder so. Ja, ganz, ganz stolz. Aber eigentlich ist das auch nicht so schlecht. Eigentlich machen wir damit immer noch alles kaputt. Wir müssen hier hinkommen. Kreislaufwirtschaft. Die ganz wenigen Dinge, die wir wirklich verbrauchen, da müssen wir richtig krass reduzieren, so gut es nur irgendwie geht. Dass wir so möglichst wenig verbrauchen, wie es nur irgendwie geht. Es ist ein Witz, dass überhaupt Verbraucher ein Begriff ist, den wir benutzen und womit wir uns identifizieren. Wir dürfen keine Verbraucher sein. Überhaupt nichts mitgewonnen. So, was in Wirklichkeit auch die Fridays-Kinder wollen und alle anderen ist, eine komplette Kreislaufwirtschaft. Und die beruht natürlich darauf, dass man überhaupt nichts mehr wegschmeißt. Geht das? Ja, natürlich geht das, weil die Erde das seit Jahrhunderten von Millionen Jahren macht. Natürlich geht's. Das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Aber wir machen es einfach nicht. Zum Beispiel, was Holz angeht. Ne? Hier, das könnt ihr, ich zeige es euch nur, um euch zu zeigen, dass das alles jederzeit verfügbar ist, das Wissen. Das ist ein Posting vom NABU von vor 2 Tagen.
dass man Holz einfach liegen lassen soll. Und das dient nicht nur dazu, dass irgendwelche Käfer davon fressen, sondern auch, dass eben Pilze da sind und dass CO2 gespeichert wird. Weil wenn ihr hört, Holz ist irgendwie ökologisch, weil es nachwächst beim Bauen oder beim Verbrennen, das ist natürlich totaler Quatsch, weil dann benutzt ihr es ja, schmeißt es weg, verbrennt es, dann habt ihr wieder das CO2 in der Luft. Und diese Tiere sind tatsächlich überall. Also das heißt, das war gestern in Brüssel, da sind wir rumgelaufen und haben dann direkt so eine Wespe gefunden. Das ist jetzt eine Wespe, eine Art Gruppe, die ihr nicht kennt. Die haben uns dann ein bisschen angeguckt, hatten Spaß damit und dieselben Tiere findet ihr auch hier in München, das war vor 2 Tagen, da haben wir auf einmal eine orientalische Mörtelwespe gefunden, hier ist irgendeine Wildbiene, da ist noch eine Wildbiene, hier ist eine von den Wespen, die ihr kennt. Und die sind alle um uns herum. Das heißt, und das ist das, was Menschen einfach nicht begreifen wollen, das ist hier aus dem neuen Gag von War and Peace, also die Erde, die wird zwar aufheizen, es wird Artensterben geben, die Ozeane heizen sich auf, aber am Ende des Tages ist das der Erde scheißegal, weil die Erde hat die evolutiven Mechanismen wieder, wie er das vorhin nach den Artensterben gesehen hat, alles zum Erblühen zu bringen. Aber wir Menschen, wir kriegen das nicht hin, also uns geht's an den Kragen. Ja, ne, also wenn man sagt, der Planet stirbt oder so, dann ist das eigentlich nicht richtig. Ich sage solche Sachen auch manchmal, ja, dass die Welt brennt, dass wir den Planeten vernichten und so weiter. Eigentlich ist das nicht korrekt. Eigentlich müsste es heißen, wir töten uns selbst. Wir bringen unsere eigene Art zum Aussterben. Aber weil wir so unglaublich solidarisch sind, nehmen wir auch noch die Hälfte aller anderen Arten mit, wenn nicht sogar noch mehr. Also das schaffen wir auch noch. Also wir vernichten uns nicht nur selbst, sondern wir nehmen auch noch einen ganzen Schwung mit, weil wir denken, dass das irgendwie toll so wäre. Ja. Ganz große Klasse. Wo bist du? Kannst du mal kurz winken? Aber egal, was wir machen, selbstverständlich wird der Planet überleben. Ja? Die Szenarien, dass der Planet wirklich vernichtet wird, ja, dass wir wirklich eine zweite Venus bekommen, wo die Temperaturen so eskalieren, dass wir 200 Grad Durchschnittstemperatur sind und nahezu nichts mehr leben kann, außer irgendwelche Extremophilen, die sind wirklich richtig unwahrscheinlich. Die sind möglich, aber die sind so unwahrscheinlich, das steht aktuell nicht an. Ich sage aktuell, weil wer weiß, was wir noch in den nächsten 100 Jahren so schaffen. Wir sind da richtig, also eins sind wir ja, wir Menschen sind richtig fleißig und einfallsreich. Von daher, wer weiß. Ah, ja. Du hast gerade gesagt, alle Lebewesen haben einen Nutzen und einen Grund auf der Welt. Wo würdest du uns einbauen? Menschen wären, wenn sie eine Funktion haben, wenn wir in der Recyclingwirtschaft wären, also in dem Rechten, was ich gezeigt habe, also überhaupt nichts mehr wegschmeißen, dann wären Menschen wie Raubtiere, die dann kranke Tiere fangen oder sowas. Aber so sind wir ja nicht. Aber nein, so sind wir nicht, das ist richtig. Doch irgendein Nutzen, ja. Nein, im Moment haben Menschen überhaupt gar keinen Nutzen. Null. 0,0. Sehr gut, dass du das sagst. Der Grund dafür, den habt ihr gerade gesehen, ist, dass wir alles wegschmeißen. Bevor jemand Schnappatmung bekommt, ja, das betrifft nicht alle Menschen. Es gibt ein paar Leute, die sich engagieren, die sich richtig viel Mühe geben und so weiter und so fort. Ja, die gibt es, aber du bist das nicht. Aber vielleicht haben ja ein paar von euch Schnappatmung bekommen, aber ja. Deswegen haben wir Menschen uns im biologischen Netz nutzlos gemacht. Und was euch vielleicht auch nicht vollständig klar ist, wie stark die Regenwaldzerstörung tatsächlich ist. Ich nehme jetzt mal einen Spiegel, weil den sicher viele kennen, das ist aus Mai 2022. In nur 12 Monaten sind 20.000 Hektar, wie viel auch immer das ist, einfach weggefackelt. Und diese Daten sind auch erst aus Satellitendaten bekannt, seit ein paar Wochen erst. Also das sind auch relativ neue Daten. Das heißt, wir wissen, dass da also auch nichts mehr zu holen ist. Da können wir auch nichts mehr schnell renaturieren oder irgendwie ein paar Bäumchen pflanzen und da irgendwie was spenden. Das wird also überhaupt nicht funktionieren. So, jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, was erwarten wir denn, wie viele Tiere sterben? Also was ist das für eine komische Bemerkung? Was ist der Maßstab? Und den Maßstab, den kennen wir, weil wir über sehr lange Zeiträume zurückgehen können, indem wir zum Beispiel Museumssammlungen angucken. Ja, hier seht ihr, es betrifft nicht irgendwie nur Insekten. Jetzt haben wir auch noch Säugetiere und alles mögliche andere an, was weiß ich, wie Frösche und Fische und alles mögliche. Es ist egal, was ihr euch anguckt. So, ne? Ihr habt höchstens so ein ganz paar Arten, die aus bestimmten Gründen in bestimmten Regionen tatsächlich zunehmen. Alles andere ist komplett im Artensterben drin und im Rückgang der Arten oder wie auch immer ihr das formulieren wollt. Oder in der Biomasse im Rückgang. Ja, sowohl weniger Arten als auch weniger Tiere. Gucken Museumsberichte, Herbarien, wir können auch ins Gestein reingehen und können im Gestein nachschauen, was da fossiliert ist. Und hier seht ihr die Anzahl der aussterbenden Arten auf dieser Achse. Und hier unten seht ihr die Jahre. Auch hier wieder endet das, sagen wir mal grob, 2015 in diesem Spezialfall. Und dann seht ihr das Hintergrundaussterben. Es sterben immer irgendwelche Arten aus und dann gibt es neue. Ich bin zum Beispiel in so Gruppen drin, wo alle neuen Arten vorgestellt werden. Da werden jeden Tag... Genau, ne? Das wurde ja auch gerade eben gefragt. Wie ist das denn jetzt mit neuen Arten entstehen und so weiter und so fort. Wenn wir nicht so viel Bullshit machen
machen würden, wär die gerade so. Ja, das wäre das normale Artensterben. Und dann kommen gleichzeitig welche dazu. Und dann haben wir unterm Strich netto null oder vielleicht sogar eine leichte Zunahme. Aber das sind die Kurven, die wir tatsächlich haben. Und jetzt könnt ihr sehen, wie viel steiler und höher die hier sind zur gestrichelten Linie. Ja? Ihr merkt, das ist ein, sagen wir mal, es ist vielleicht kein kleines Problem. Ja, ich versuche es ein bisschen vorsichtig zu formulieren, damit das nicht auf so viel Ablehnung reagiert. Es ist vielleicht kein kleines Problem. Dutzende von neuen Arten vorgestellt. Aber es sterben sehr viel schneller jetzt derzeit die Arten aus. Und das hat angefangen, richtig dramatisch zu werden in den 1950ern. Das habt ihr vorhin gesehen. Aber ihr erkennt natürlich, wo der echte Knick angefangen hat. Das war ungefähr zur Industrialisierungszeit. Also ganz grob. Zur Industrialisierungszeit fängt das an, dass die Hintergrundrate, die natürlich durch menschliche Einwirkung jetzt leicht erhöht ist, so stark ansteigt, dass wir heute das Problem haben, dass wir sagen können, also Frösche und andere Amphibien gibt es eigentlich gar nicht mehr, wenn man das über die letzten 500 Jahre sich anguckt. Die sind weg. Insekten sind in den Bereichen, in denen landwirtschaftliche Nutzung in der Nähe ist, das kann ich euch jetzt nämlich verraten, wie das mit den Naturschutzgebieten kommt, da werden nämlich die ganzen Gifte, Ackergifte, werden rübergeschwemmt in die Naturschutzgebiete, dadurch sterben die. Und dadurch haben wir dann auch das riesige Insektensterben und dann geht es, wie ihr das vorhin gesehen habt, auch allen anderen an den Kragen. Könnt ihr immer noch sagen, ist mir alles scheißegal. Ne? Dann sterben die Tiere halt, wir Menschen leben noch und machen halt Soylent Green, was ihr gerade schon zweimal gehört habt. Aber das wird nicht funktionieren, weil wir Nahrungsnetze haben. Jetzt schauen wir mal, auch ganz neue Veröffentlichung, Mai 2022, was eigentlich der, und jetzt steuere ich so langsam aufs Ziel zu, was ist eigentlich das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist, wenn wir mal gucken, wie es zum Beispiel bei Krokodilen und solchen Tieren ist, nehmen wir mal die leben ja oft in so tropischen Gebieten, die besonders bedroht sind und man unterteilt das vielleicht noch in Amphibien, Vögel, Säugetiere, Reptilien und so, das könnt ihr vielleicht auch nicht so gut sehen, aber ich sag euch mal, was da steht. Das ist also die Art der bedrohten Tiere, also wo man sagt, ob die bedroht sind, hier sind ganz wenig bedroht, hier sind die meisten bedroht. Und dann, was wirkt sich am meisten aus? Ne? Auch aus der Nature. Ja, das ist hier sehr interessant. Ja. Hier ist der Klimawandel es ist kein unwichtiger Faktor. Man kann jetzt nicht sagen, das könnt ihr ignorieren. Ihr seht, die Balken vom Klimawandeleffekt oder vom direkten Klimawandeleffekt sind immer noch höher als bei den meisten anderen Sachen. So, ne? Aber ihr habt hier Sachen, hier ist mehr Hunting and Fishing, das könnte was mit unserer Ernährung zu tun haben. Oder hier Agrarkultur, das könnte auch was mit unserer Ernährung zu tun haben. Urbane Entwicklung, also Bestättung und so weiter. Also ihr seht, der Klimawandel spielt eine Rolle, aber es gibt etwas anderes, wieder mit dem Klimawandel auch zusammenhängt tatsächlich, aber möglicherweise hat es was mit euch zu tun und gar nicht mal so viel mit der Politik in diesem Fall. Besten naturwissenschaftlichen Zeitschrift, es gibt ganz neue Studie von Mai 2022. Und zu meinem großen Erstaunen kommt das raus, was auch bei der Krefelder Studie rauskam und bei allen anderen Studien in Naturschutzgebieten, in Wäldern, in Nicht-Naturschutzgebieten, egal wo man guckt, es ist nicht hauptsächlich der Klimawandel für sich genommen alleine, sondern es ist die Landwirtschaft, die am allermeisten dazu führt, dass die Arten aussterben. Und diese Arten kommen nicht wieder, weil die keine Rückzugsgebiete mehr haben. Ne? Also das ist bewiesen. Und wo kommen die Ackergifte ins Spiel? Die kommen hier ins Spiel. Hier seht ihr nochmal auf der Seite, wie viel kann man ernten. Und hier unten ist die Einführung von bestimmten Ackergiften seit 1840. Und jetzt seht ihr in der braunen Linie, wenn man mal gucken will, weil ihr vorhin die Regenwürmer gesehen habt, wie viele gibt es davon? Also dann seht ihr, die Anzahl der Regenwürmer geht immer weiter runter als Maß der Gesundheit der Erde, während also ständig neue Ackergifte eingeführt werden. So, ja. Inwiefern steht es in einem korrelativen Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum auf der Erde? Denn Agrikultur bzw. Landwirtschaft ist ja relativ fundamentalen Bestandteil unserer Zivilisation. Der Bullshit-Take, der immer kommt, ne? Sobald jemand dir sagt, hey, wäre cool, wenn du weniger dies und jenes und so weiter und so fort, das wären unsere möglichen Optionen, die wir haben, dann kommen die Leute mit, das liegt doch an dem Bevölkerungswachstum, weil diese Afrikaner sich so vermehren und die Chinesen. Ja gut, dass das nicht ganz so ist und dass wir auch da eigentlich kein wirkliches Problem haben, führt uns zum Glück jetzt auch Dr. Marc Benecke aus. Mache ich jetzt nicht, weil wenn ich das wieder mache, dann kommuniziere ich ja falsch, deswegen lasse ich das einfach Dr. Marc Benecke sagen. Ob das eine Korrelation zum Bevölkerungswachstum gibt, ist, sagen wir mal, ohne Bedeutung, weil bis jetzt hat die Erde die Menschen ernährt und weltweit geht das Bevölkerungswachstum rapide runter. Also das geht so steil runter. Das heißt, wir werden zwar irgendwann die 10 Milliarden oder so erreichen, das ist aber nicht das Problem, weil wir nur eine Kreislaufwirtschaft bräuchten. Also wir können auf jeden Fall 10 Milliarden Menschen mit einer kompletten Kreislaufwirtschaft ernähren. Das ist kein Problem. Also das könnt ihr mal rausnehmen mit dem Bevölkerungswachstum. Da werden auch die Fridays-Kinder immer mit gepeinigt, dass man zu
zu denen sagt, ja, soll das heißen, wir sollen keine Kinder mehr kriegen oder so, auf die Frage braucht man überhaupt nicht antworten. Die Antwort lautet, spielt kein Problem, solange wir Kreislaufwirtschaft haben, hält die Erde auch 10 Milliarden Menschen aus. Das wäre nicht das Problem. Das heißt also, die Regenwürmer gehen ja also runter, natürlich durch den Müll. Ja, haben jetzt wahrscheinlich viele nicht verstanden. Ne? Das war jetzt wahrscheinlich schwierig zu verstehen. Also Bevölkerungswachstum geht runter. Hä? Aber die Bevölkerung nimmt doch zu. Ja, Wachstum. Das ist die erste Ableitung. Das heißt, das beschreibt, wie schnell die Zunahme ist. Die Zunahme wird runtergehen. Warum? Weil Kapazitäten erreicht werden. Irgendwann kannst du nicht noch mehr Menschen unterbringen, ernähren und so weiter. So, und dann kommt die Frage, okay, wie ernähren wir denn so viele Menschen? Eine Möglichkeit langfristig wäre Kreislaufwirtschaft. Dann kommt noch hinzu, hier wird ja angesprochen, was ist denn mit Agrarkultur und so weiter. Wenn wir uns dann angucken, wie ist das denn pro Kopf, pro Region, dann stellen wir relativ schnell fest, ach du Scheiße, wirklich schuld sind die Industrienationen, weil die völlig über ihren Verhältnissen leben, weil sie es pro Kopf schaffen, viel mehr Probleme zu verursachen, als Afrika, Indien und China es überhaupt jemals schaffen würden. Beziehungsweise, ja, das ist das andere Problem, die wollen jetzt natürlich genauso in Saus und Braus leben wie wir. Und wir sind ja auch nicht bereit, das aufzugeben. Also was wollen wir denen vorwerfen? Ist ja immer so ein bisschen abenteuerlich. Ne? Wir sind nicht bereit, auf dies und jenes zu verzichten. Aber dann werfen wir den Chinesen oder den Indern oder den Afrikanern vor oder den Südamerikanern, wenn die zu unserer Lebensweise aufschließen wollen. Das ist ja auch so ein ganz abenteuerlicher Take, den man ja auch häufig hört. Naja gut, was will man machen? Müll und den Verbrauch, den die Menschen herstellen, das ist schon richtig. Aber ich will euch mal einen Begriff dafür geben, was hier unten angegeben ist, was diese Ackergifte machen. Diese Ackergifte sind extrem giftig. Und zwar, wenn ihr mal ältere Leute fragt, die noch DDT kennen, was verboten wurde, wenn man das als Faktor 1 nimmt. Also DDT ist 1 giftig. Ne, das ist das Schreckgespenst eurer Eltern und Großeltern gewesen. Dann sind die Ackergifte, die heute eingesetzt werden, mindestens 5000 Mal so giftig. Das heißt, braucht euch natürlich nicht wundern, dass im Naturschutzgebiet daneben, nicht nur auf dem Acker, sondern auch daneben, alles ausstirbt. So, jetzt, weil du sehr gut dauernd nach Korrelationen fragst, da hast du auch recht, habe ich mal die allerneueste Studie rausgesucht. Die ist auch ganz, ganz, ganz neu von 2021. Es ist auf jeden Fall so, dass die Pestizide dafür verantwortlich sind, dass in den Naturschutzgebieten die ganzen Arten sterben. Nur nochmal, das ist leider nicht rückgängig zu machen, weil die Tiere eingenischt sind auf bestimmte Gebiete und die kommen nicht wieder. So, was machen wir jetzt? Jetzt müsst ihr noch einmal tapfer sein. Jetzt kommt das, was Oma mit den Wollsocken, die Wale gerettet hat, euch schon gesagt hat. Dann müssen wir einfach mit der Natur in Einklang leben. Ja, Oma, aber wie? So, jetzt kommt die Lösung. Das ist auch aus dem allerneuesten Insektenatlas. Wenn man keine Insektizide mehr benutzt, sondern einfach sich nur zum Beispiel auf Marienkäfer verlässt, die Läuse kontrollieren und auf alle anderen Erzwespen und so weiter, dann erledigt sich das von selbst. Ohne Marienkäfer müsst ihr super viele Pestizide einsetzen und mit Marienkäfern nicht. Hört sich total verrückt an, funktioniert aber, weil es auch Erzwespen und ganz viele andere gibt. Naja, glaube ich nicht. Ja, glaube ich nicht, dass das funktionieren kann, glaube ich nicht. Also, vor allem sieht das Obst vielleicht auch komisch aus, oder das hat vielleicht mal irgendwie so Stellen, wo ein Insekt dran geknabbert hat. Das will ich nicht. Gibt. Warum? Weil die Natur seit Jahrmillionen so funktioniert. Es gibt genügend Lebewesen, die das regulieren. Das habt ihr vorhin bei den Wespen gesehen. Ne, das sind also dieser Umweltsupport. Und das beste Quote dafür, das beste Zitat finde ich eigentlich das hier. Das ist von so einer bäuerlichen Organisation. Es ist ja schön, dass wir alle so viel erreicht haben in der Industrie und sonst irgendwas, aber dass wir leben, das verdanken wir nur einem 6-Inch-Layer auf Topsoil und der Tatsache, dass es regnet. Und ratet mal, was wir gerade nicht mehr haben im Juli 2022. Regen und eine gesunde Erde. Dün, dün, dün. Ne? Und damit sind wir wieder bei 1970. Das ist ein Pin, der 1970 damals ausgeteilt wurde. Safe. Thema Ackergift. Wo bist du? Kannst du mal kurz winken? Ja. Glyphosat, wie ist das ein Wort? Ja, Glyphosat gehört zu diesen tausendfach stärkeren... Weil ich das gerade im Chat gelesen habe, da war wieder so eine ganz, also eine sehr hell brennende Kerze, die gesagt hat, der ist so mediengeil. Ja, zum Glück! Zum Glück gibt es mediengeile Wissenschaftler! Wie oft ich immer diese ganzen Deppen im Fernsehen sehe oder im Radio oder so, die irgendeine Scheiße erzählen. Wir brauchen mehr mediengeile Wissenschaftler. Ist doch nice. Mann. Gegen andere Lebewesen giftigen Giften im Vergleich zu DDT. Die sind ja teilweise verboten worden. Nur ist es so, dass leider die Halbwertszeit von den Neonicotinoiden extrem hoch ist. Das heißt, wenn die einmal in der Erde sind, bleiben die erstmal da. Und wenn das dann, ich sag jetzt mal, durch Trockenheit und Wind verweht wird, dann hast du die nächsten 10 Jahre da noch jede Menge Spaß damit in den benachbarten Gebieten. Ja, das ist leider so. Jetzt natürlich was euch vielleicht am allerwenigsten so juckt.
Aber was für uns ein Riesenproblem ist als Biologen, ich arbeite sehr oft in tropischen und armen Ländern. Und ihr wisst natürlich, dass die Leute keine Kohle haben. Das hier ist etwas, was kaum jemanden interessiert, was aber auch veröffentlicht wird, das ist im British Medical Journal. Ja, das stimmt tatsächlich. Ne? Also in den ganz armen Ländern haben die Leute ja, also die haben ja überhaupt gar kein Geld. Ne? Und weil die so arm sind, ist das tatsächlich so, dass die sich nur von Fleisch ernähren, ne? Und Milchprodukte. Milchprodukte und Fleisch, weil wie ihr vielleicht alle wisst, sind vegane Produkte super teuer. Vegane Produkte können die sich in den armen Ländern gar nicht leisten. Die essen nur Fleisch und Milchprodukte. Es ist gar nicht so bekannt, aber tatsächlich wäre das ja die logische Schlussfolgerung. Ne? Das ist die Sao Paulo-Initiative und ihr seht schon an den Namen hier, falls ihr die lesen könnt, Vasquez, Atvoli, Bosurgi, Gondli, also das sind wohl Leute aus Ländern, die jetzt nicht gerade hier bei Schmitz und Müller angesiedelt sind. Und die auch keine Nobelpreise gewinnen. Und wenn man da bei den Konferenzen ist... Ja genau, das war Ironie, falls einige Leute das nicht verstanden haben. Ne? Weil es immer auch wieder, Leute kommen mit Schnappatmung, wenn man ihnen sagt, wäre cool, wenn vegan Ernährung. Ne? Und dann kommt, ja, aber vegan ist so teuer. Ja, ist unglaublich teuer, kann man sich überhaupt nicht leisten. Also die Preise, huch. Dann sitzen da die Kollegen, ich bin da also, wie soll ich sagen, in dem Umfeld. Aber jetzt vielleicht wieder zu aggressiv vorgetragen. Ne? Waren vielleicht zu viele Fakten auf einmal und war vielleicht auch zu viel Sarkasmus von mir. Muss ich vielleicht ein bisschen an meiner Kommunikation arbeiten, weil ich weiß ja, ihr richtet euer Leben, also euren Lebensstil aus Trotz aus auf Leute, die ihr nicht mögt. Also ihr denkt so, okay, wenn mir ein Veganer sagt, dass vegane Ernährung die beste Ernährung ist, die es gibt, faktenbasiert, dann denkt ihr euch, jetzt mache ich bewusst was anderes, weil den mag ich nicht und ich richte mein eigenes Leben nach Menschen aus, die ich nicht mag. Das ist ja so die Lebensphilosophie, die heutzutage viele Leute haben. Deswegen muss ich an meiner Kommunikation etwas arbeiten. Ich nehme das zurück. Ne? Kann schon sein, dass einzelne vegane Produkte manchmal etwas teuer sind. Ne? Die kann man sich doch nicht leisten. Ist ein ganz großes Problem. Dementsprechend sehe ich auch keinen Anlass, irgendwas zu ändern. Das ist zum Beispiel einer der Kollegen und der sitzt dann da in der Zoom-Konferenz und dann sagt man so, was ist eigentlich so euer Problem? Abgesehen davon, dass ihr bald nichts mehr zu essen habt, dass der Meeresspiegel steigt und dergleichen mehr. Und dann sagt der, naja, also unsere Artenvielfalt ist auch noch durch ganz was anderes bedroht und das ist jetzt das letzte Problem, was euch persönlich betrifft. Ich komme da, wie gesagt, gleich noch zu. Und zwar haben die sich mal die Arbeit gemacht und haben mal geguckt, wo die Gürteltiere sind, also heiß begehrte Ware in China. Habt ihr vielleicht gehört, im Zuge von Corona und so. Und die kommen aber häufig aus Afrika. Das ist eine Messung, ne? Das ist keine Schätzung. Das ist eine Messung vom Zoll und von allen anderen. Und dann haben die mal geguckt in diesem Dreieck hier, was leider, weil die Leinwand zu klein ist, könnt ihr das nicht richtig sehen. Aber das Gelbe ist, wo die herkommen, die Tiere. Dieses Rosa oder Pinkfarbene, das ist das, wo sie hingeschickt werden. Und das bläuliche, Türkise, sind Transportländer. Und da hat man mal sich gefragt, wohin zum Teufel gehen unsere ganzen Pangolins, die ganzen Gürteltiere? Und dann wurde das eben untersucht und es stellt sich raus, sie werden nach China importiert. Und das ist jetzt genau das, was wir machen auch in Europa. Wir nehmen Dinge aus den armen Ländern, schicken sie zu uns. Die armen Länder haben sie nicht mehr, wir benutzen sie und schmeißen sie weg. Das macht ihr alle. Jeder von euch macht das. Also das heißt, da könnt ihr sehr, sehr, sehr leicht eingreifen, indem ihr in jedem einzelnen Schritt, den ihr im Leben tut, in die Kreislaufwirtschaft übergeht. Jetzt habe ich gerade erwähnt, die Meeresspiegel steigen. Ist das eigentlich bewiesen? Schauen wir mal, was der aktuelle Stand ist. Das ist März 2022. Das ist jetzt aus den Ruhrnachrichten. Die kümmern sich auf einmal um das, was in Norddeutschland passiert. Klimawandel, Hochwasser und Deiche. Norddeutschland wird bald komplett unter Wasser stehen. Was? Davon habe ich ja noch nie was gehört. Ja, genau. Weil es euch nicht interessiert, wenn ihr nicht aus Norddeutschland kommt. Ihr könnt aber ganz einfach mal in die Seiten von der NASA oder von den entsprechenden Wasserbehörden oder von der Reichswasserschaft oder von mindestens 10 anderen Behörden, die täglich die neuen Messdaten zu Zehntausenden einspeichern, klicken. Und das mache ich jetzt mal für euch. Da seht ihr, welche Gebiete 2050 garantiert 100% unterhalb des Meeresspiegels liegen werden, die vorher noch nicht da lagen, nämlich zum Beispiel hier Amsterdam, Den Haag. Zählt Hamburg dazu? Ja. Also ihr seht es hier, ja, Hamburg ist betroffen. Nicht vollständig, es gibt Bereiche von Hamburg, die nicht betroffen sind. Hoffentlich, müssen wir mal gucken, wie das hier ist mit dem Studio, sind wir nicht betroffen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir vielleicht in den Metropolen das irgendwie hinbekommen, indem wir reiche Menschen enteignen. Ja, wir müssen sie enteignen, geht nicht anders, um dann dort Dämme zu bauen. Ne? Aber der ganze Rest hier, abseits der Metropolen, da haben wir ein Problem, ein richtig großes Problem. Aber ich bin zuversichtlich, der Lindner, der wird an der schwarzen Null nicht festhalten. Der wird sagen, Mensch, also das ist ja eine Katastrophe, da müssen wir investieren. Der wird bestimmt nicht sagen, dass das Geld knapp ist, ne? Weil Geld ist ja ein knappes Gut, wissen viele von euch vielleicht nicht. Das heißt, da kann man vielleicht auch nichts machen. Also es könnte sein, dass Hamburg doch untergeht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir werden sehen.
Haag, Bremen, Hamburg und viele andere Städte. Und da könnt ihr sagen, ja prima, dann bauen wir da einfach Deiche. Das haben wir bisher ja auch gemacht. Tja, das geht leider nicht, weil... Da sind ja schon Deiche. Da sind schon Deiche, ja klar, man kann die hören. Was denn? Ihr habt doch eine Frage. Sag mal, sagt ruhig. Achso, nee, ich hatte auf der Karte was gesucht und der Fleck festgestellt, da sind wir vor 2 Wochen da. Da ist ein roter Fleck. Ja, da ist ein roter Fleck. So, jetzt gibt es ja schon Deiche, ne, in den Niederlanden und in Hamburg und dergleichen mehr. Nur, es gibt 2 Probleme. Problem Nummer 1, die Reichswarterschaft, die hat Exekutivfähigkeiten, also eine Wasserschutzbehörde, die quasi polizeiliche Aufgaben durchführen kann, die haben die erste Deichlinie schon evakuiert. Das heißt, wenn ihr da ein Haus hattet, dann habt ihr das jetzt nicht mehr, weil die gesagt haben, ist zu gefährlich. Problem Nummer 2, in Bremen und vielen anderen Regionen in Norddeutschland hat man die Häuser viel zu nah an die Deiche gebaut und für 1 Meter Deicherhöhung von teilweise, ehrlich gesagt, auch Schrottdeichen, die da stehen, muss man unten 7 Meter erweitern. Das könnt ihr jetzt ja mal kurz durchrechnen, weil die Deiche müssten so ungefähr 3 Meter erhöht werden. Das möchte ich mal sehen, wie man die 21 Meter erweitert, wenn da die ganzen Reichen und Schönen oder auch die weniger Reichen und Schönen ihre Häuschen haben. Ihr merkt schon, das ist mit der Denke, die wir jetzt in dem Moment, wo wir hier sitzen und stehen, ist das überhaupt nicht mehr machbar. Und deswegen hat gestern der Chef vom Deutschen Katastrophenschutz, so ist es zumindest gestern, ist es durch die Meldung gegangen, also hier 13.07., sagt, manche Flächen werden nicht mehr besiedelbar sein und damit meint er Deutschland und hat vor der Klimamigration und Hochwassermigration in Deutschland gewarnt. Es geht nicht um Leute, die aus Bangladesch, das säuft sowieso ab, weil sich da kein Mensch drum kümmert, kommen werden, sondern das liegt... Wieso schreit er so? Weil 100 Jahre oder 50 Jahre oder 30 Jahre Sachlichkeit nicht gereicht haben. Und jetzt wundern wir uns, warum sich Leute auf die Straße tackern oder warum Leute in Vorträgen anfangen zu schreien, weil wir es nicht raffen, weil wir viel zu wenig tun. Ja, die Regierung tut zu wenig, wir aber auch. Alle tun zu wenig. Viel zu wenig. Nicht nur ein bisschen zu wenig, viel, 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 viel zu wenig. Und immer mehr Wissenschaftler kriegen so einen Hals. Zu Recht. Darum schreit er so. Direkt vor unserer Tür. So. Ihr habt jetzt gesehen, das habe ich euch vorhin ganz kurz eingeblendet, das hängt wirklich mit den CO2 zusammen und damit will ich jetzt so langsam nicht nur auf mein Ziel, sondern auch aufs Ende hinsteuern. Warum habe ich vorhin gesagt, wir können 1,5 Grad und 4 Grad Ziel nicht mehr erreichen? Spinnt der Benecke. Alle erzählen doch, ja, wenn wir uns bemühen, kriegen wir das schon hin. Das sind die Messungen bis 2019 und hier könnt ihr jetzt sehen, aufgeteilt, was am meisten... Ich würde mich so freuen, wenn alle Wissenschaftler schreien, ne? Also wirklich. Eigentlich sollen sie beleidigen. Ich bin da mittlerweile ganz anders drauf, so. Weil es funktioniert ja offensichtlich nicht. Es hat mit Sachlichkeit nicht funktioniert. Es wurde so viel versucht. Ja, wir sind mittlerweile im 6. Sachstandsbericht des Weltklimarats. International unterstützt, finanziert. Passiert nichts. Oder viel, viel, viel zu wenig. Wir müssen persönlich werden. Anders funktioniert es nicht mehr. Wir müssen persönlich werden, damit die Leute reagieren. Damit ein Effekt geschieht. Es klappt nicht mehr mit, hey, lass mal ein bisschen zurückhalten, lass mal bloß die Leute nicht verärgern, wir müssen richtig kommunizieren, weil sonst erreichen wir ja niemanden. Na klar, ne? Man erreicht die Leute mit Wissenschaft. Haben wir gesehen, wie das funktioniert, ne? Mit der Sachlichkeit. Na gut. Zwei erzeugt und da seht ihr zu eurer geringen Überraschung, das sind Kohle, Erdöl, Erdgas. Kohle, Erdöl, Erdgas, das sind die fossilen... Und wenn Schreien auch nicht hilft, ja gut, dann haben wir alles versucht. Was soll man sonst noch tun? Also, what shall we do? Die ganze CO2-Nummer hochtreiben und ratet mal, wo das her ist. Aus der Bild-Zeitung. Selbst die Bild-Zeitung berichtet darüber, obwohl die meisten hier im Raum wahrscheinlich denken, die Bild ist irgendwie eine komische und unberechenbare Zeitung. Das mag ja sein, aber ihr werdet gleich noch eine kleine Überraschung erleben. Lassen Sie sich 1,5 Grad Celsius jetzt noch vermeiden, weil so geht es nämlich weiter, das werdet ihr gleich sehen. Nein, lassen Sie sich nicht. Der Weltklimarat, also der IPCC, geht im neuesten Bericht davon aus, dass zwischen 2030 und 2052 1,5 Grad auf jeden Fall überschritten wird. Und jetzt kommt aber der Catch. Sollten die weltweiten Emissionen 2025 sinken, wird das selbst das 2-Grad-Ziel nicht mehr erreicht. Was wissen wir jetzt schon durch Messungen, dass ab 2025 auf gar keinen Fall die CO2-Emissionen sinken werden? Da komme ich gleich zu. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, ne? Weil wir die ganze Zeit auch noch in der Politik und in den Medien auch hin und wieder immer noch von irgendwas vom 1,5 Grad und 2-Grad-Ziel und so weiter hören. Da sind wir schon lange drüber hinausgeschossen. Das ist nicht mehr machbar. Also die Szenarien, wo das noch möglich wäre, sind absolut unrealistisch. Das wird nicht passieren. Geschlossen. Ihr werdet gleich sehen, warum das so ist. Das heißt, wir sind jetzt hier genau in der Situation, vor der wir alle gewarnt wurden vor ein paar Jahren. Das ist aus der PNS, auch eine extrem hochwertige Zeitschrift. Die Erde, das ist die Zeit,
Das ist die Stabilität des Erdsystems. Darüber haben wir vorhin geredet. Ne? Natürliche Kreisläufe, Hitze im Wasser, Hitze in der Luft. Wir haben alle noch gehofft, dass wir die Erde in so eine stabilisierte Position kriegen, wo es zwar heiß ist. Das nennt man Hothouse Earth oder Hot Earth. Als Physiker würde ich das Metastabilität nennen. Ne? Also es ist metastabil. Das heißt, Störungen können dich in die Instabilität stürzen. Aber hat nicht geklappt, sondern sie rollt jetzt hier runter in das echte Hothouse, wo eben die glühende Hitze stattfindet, die ihr jetzt gerade erlebt. So, jetzt gibt es Leute, die Risikobewertung professionell machen, wie zum Beispiel Mark Cranfield, der ist extrem intensiv. Ja, der kommuniziert wieder falsch, ne? Muss man auch so sagen. Und der sagt das, was ich allerdings unterschreiben kann. Alle, insbesondere die Klimaforscher, mögen mir bitte von den Lippen ablesen. Da merkt ihr schon, das ist so ein bisschen politisch formuliert. Das CO2, das sich jetzt in der Atmosphäre befindet, habt ihr gerade gesehen, bewirkt eine Erwärmung um 4 Grad. Punkt. Die anderen Treibhausgase tragen zur weiteren Erwärmung bei. Das ist insbesondere Methan. Das wisst ihr alle, dass das in letzter Zeit aus dem Permafrost und sonst was kommt. Das ist aber noch viel schlimmer, da gehe ich gar nicht drauf ein. Diese Erwärmung kann nicht verhindert werden, außer durch ein katastrophales Abschalten von allen möglichen CO2-produzierenden Städten. Das wird aber nicht passieren. Also nochmal, was ist die Messung, wie viel CO2 ausgestoßen wird? Das ist wieder die Menge. Wie gesagt, ihr könnt euch das hinterher angucken. Wir zeichnen den Vortrag auf. Das ist seit 2009. Das ist jetzt 2000. Da seht ihr, wie krass wir uns entwickeln, was die Reduktion von CO2-Emissionen oder CO2-äquivalenten Emissionen angeht. Da seht ihr, wie das immer weniger wird. Nicht? Ich auch nicht. 20 und das sind nur die Gas. Aber warum schreit er denn so? Exporte. Ihr seht, das ist immer mindestens exponentiell bis linear. Das geht immer weiter hoch. Das heißt, wenn ihr jetzt zufällig von euren Eltern oder Großeltern hört, die Kids, die sich festkleben und so, die haben sie doch nicht mehr alle. Das ist überhaupt nicht der Fall. Der fossile Wahnsinn ist ein echter fossiler Wahnsinn, der darauf beruht, dass wahrscheinlich die meisten von euch auch sagen, ja, hätte, könnte, ich habe gar keinen Einfluss, ich kann doch gar nichts machen. Was soll ich denn tun? Da muss sich die Politik drum kümmern, da muss der Tönnies geschlossen werden. Ich esse ja nur manchmal Biofleisch, bla, 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 bla. Das, was die Greta auch immer sagt. Das Ganze hätte... Ich würde mir wünschen, dass die alle so reden, ne? Damit endlich Leute verstehen, dass, also so wird Öffentlichkeit geschaffen, so wird Meinung geschaffen. Es reicht nicht, wenn wir Graphen, Mathematik und Modelle aufstellen und 1000 Seiten lang starke Berichte veröffentlichen. Das funktioniert nicht. Aber wenn wir immer wieder das wiederholen, jeden Tag, jeder, immer, überall, in jeden Medien, wenn die Tagesschau das ab jetzt jeden Tag so sendet, dann würde Öffentlichkeit geschaffen werden, dann würde Meinung sich bilden. Leider funktioniert es nur so. Ich hätte auch gerne einen rationalen Menschen, der zwischen Fakten und sonst was abwägt und die richtigen Schlüsse zieht. Aber leider ist das nicht so. Leider funktionieren Menschen nicht so. Hätte und könnte hier vom Reichstag bei der größten Demo, die ich in meinem Leben gesehen habe, von Fridays, ist genau das Problem. Und davon seid ihr alle Bestandteil. Ne? Also sind wir alle von Bestandteil. Weil diese Kids hier, die, ihr könnt euch vorstellen, die müssen erleben wie 2025, anstatt dass dann zwingend notwendig gemessen die Emissionen runterfahren und dann auf Null gehen. Wir sind in der Tagesschau ein anderer. Naja gut, also nach Medienstaatsvertrag ist deren Auftrag, den Informationen nachzugehen. Ne? Also die haben einen Informations- und Bildungsauftrag. Und wenn das nicht Information und Bildung ist, dann frage ich mich, was dann? Die Fußballergebnisse? Der Wetterbericht von morgen? Come on. Sie exponentiell hochgehen. Ich komme da gleich noch zu. Hier seht ihr die letzte Generation, die kennt ihr jetzt natürlich alle. Aber denen geht es übrigens nicht nur auch in anderen Ländern darum, dass der fossile Wahnsinn, wie die das nennen, aufhört, sondern auch, dass zum Beispiel die Lebensmittel nicht mehr weggeschmissen werden. Warum? Weil das ist produzieren, wegschmeißen. Das ist das, was ihr links auf dieser Tabelle gesehen habt. Es ist keine Kreislaufwirtschaft. Lebensmittel, die weggeschmissen werden, sind aus dem System raus. Wo wird jetzt besonders viel CO2 erzeugt? Ah, nee, das kann man jetzt hier nicht so sehen. Erstaunlicherweise ist das so, dass zum Beispiel hier PKW und Inlandsflüge tatsächlich den Unterschied... Hier muss ich direkt einschreiten, bevor ihr ihr denkt, der kommuniziert falsch. Ich weiß, 99% von euch wohnen auf dem Land und es gibt ganz schlechte Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel. Also ganz furchtbar. Machen würden. Also wenn man PKW-Inlandsflüge verbieten würde oder wenn die Leute einfach mal endlich einen Arsch hochkriegen würden und das nicht mehr benutzen würden, dann hätte man tatsächlich den wichtigsten Teil dieser Wende geschafft. Das hört ihr auch sehr oft. Nahverkehr ausbauen, ÖPNV gratis. Autos und Inlandsflüge sind das Problem im Transportbereich. Da komme ich gleich noch zu. So, das heißt, wenn ihr mal das Statement des Chefs der Vereinten Nationen hören wollt, kurz gesagt, ich habe euch vorhin den Risikoanalysten gesagt, das sagt aber auch der Chef der Vereinten Nationen, kurz gesagt sind alle, die sagen, dass das irgendwie jetzt in den Griff zu kriegen ist mit dem CO2, das sind Lügner. Der Chef der Vereinten Nationen, weiter in fossile Quellen zu investieren und die Infrastruktur ist... Sind Lügner oder sie sind uninformiert.
Lügner oder uninformiert. Und beides ist fatal. Darum brauchen wir diese lauten Wissenschaftler, die da reden und nicht irgendwelche Deppen bei Markus Lanz oder bei wem auch immer. Und die jede Sendung nehmen. Ökonomische und moralische Verrücktheit. Die Klimaaktivisten. Dann sitzt da irgendwie so ein Precht oder so, der sich irgendwie besonders schlau hält, obwohl er überhaupt gar keine Ahnung von den Themen hat. Aber denkt, er ist Philosoph und kann über alles reden, was er ja auch kann. Nur sollten wir eigentlich ganz anderen Leuten zuhören, wie zum Beispiel Dr. Marc Benecke. Werden manchmal oder dem Physik-Nobelpreisträger von letztem Jahr. Aber naja, gut. Oder Serda Somunschu, der irgendwie über den Ukraine-Krieg schwadroniert. Als Comedian. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich mache das ja auch, aber ich mache das jetzt so, dass ich einfach Leuten die Bühne gebe, die haben sollten. Das ist meine Lösung für das Problem. Gefährlich dargestellt, jetzt zum Beispiel die letzte Generation. In Wirklichkeit sind aber die wirklich radikalen, gefährlichen Radikalen die Länder, die weiter fossile Produkte verwenden. Statement des Leiters der Vereinten Nationen. So. Ja, alle Länder, die weiter fossil arbeiten. So, und jetzt nochmal ganz kurz was zu euch. Es gibt mehrere Sektoren, das werde ich ganz kurz gleich noch ansprechen, aber wie gesagt, ich mache auf jeden Fall. Ja, aber das kommt ja von Peter, ne? Und die kommunizieren ja falsch, die sind ja extrem. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass Erbsen so viel besser sind als Rindfleisch. Ja, außerdem, Rindfleisch ist auch sehr lecker, muss man auch dazu sagen. Sehr relativ pünktlich Schluss, keine Sorge. Nur damit ihr das mal seht, warum das mit euch was zu tun hat. Ich habe euch jetzt ein paar Sektoren kurz beleuchtet, aber wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, ja, kann ich trotzdem nicht zu, politisches Problem oder so. Essen ist Politik. Das habt ihr auch alle schon millionenmal gehört, es interessiert euch aber einfach nicht. Also wenn zum Beispiel, wenn ihr euch von Erbsen ernährt, was genauso gut ist wie jedes Fleisch, es gibt keinen Unterschied, von Rindfleisch hier so aus Weidehaltung auch noch, ne? Dann habt ihr also 36... Mit Tierwohl. Ne? Ja, absolutes Tierwohl. Fragt euch immer, dürfte man das mit euren Kindern machen? Und dann überlegt nochmal die Wortwahl Tierwohl. Und dann merkt ihr, eieiei, was machen wir da eigentlich psychologisch? 30-fache Menge von egal was. Also Energie, Fläche, Wasser, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt, was dadurch verbraucht wird. In dem Fall eben CO2. 36-fache an CO2. Mit jeder einzelnen Gabel, die ihr benutzt und auch euer blödes Biofleisch macht überhaupt nicht den geringsten Unterschied, weil es ist kein Biofleisch, wird dazu führen, dass das 40-fache an CO2 ausgestoßen wird. Jetzt kann man sagen, ja, Ernährung macht jetzt keinen großen Unterschied. Das stimmt aber nicht. Hier sind die Leute, die immer sagen, ah, hier, reduzieren, das ist es. Ne? Also es reicht ja schon zu reduzieren. Hier habt ihr mal die Darstellung, was eure Reduktion bringt. Ich weiß, Reduktion kann ein Weg dahin sein, dass ihr dann irgendwann vegan seid, aber vegan ist das Ziel. Das Ziel ist nicht Reduktion und da ruht man sich dann nicht aus, sondern das ist höchstens, weil es leichter ist, die ersten paar Wochen mal nach und nach. Habe ich auch so gemacht. Ich habe auch erst ein paar Monate reduziert. Dann war ich 2 Wochen vegetarisch und habe gesagt, okay, habe jetzt vegan. Dann habe ich nur noch die Sachen aufgebraucht, die da waren und da habe ich nichts Neues mehr gekauft. Das ist das Ziel. Da müssen wir hin. Und zwar möglichst alle. Ja, nicht ein paar oder so, da müssen wir möglichst alle hin. Ansonsten haben wir verloren. Ansonsten sind nicht nur die 4 Grad gerissen, sondern ansonsten reißen wir alles ein und dann haben wir richtig die Kacke am Dampfen. Ich gehe nochmal kurz auf die Unterschiede vom Fleisch ein. Das hier ist alles, was fleischbasiert ist. Ja, Fleisch reduziert, nur saisonale Produkte, nur regionales Fleisch. Bringt ein bisschen was, aber je weiter ihr runtergeht und dann komplett zu vegan geht, fängt das an, auf einmal interessant zu werden. Das ist aber nicht nur so, dass es CO2 spart, sondern es spart auch noch ganz viele andere Sachen, nämlich Wasser. Und spätestens seit 2 Wochen wisst ihr, dass wir in einer riesigen Dürre weltweit leben, nicht nur in Überschwemmungen. Das heißt, ihr spart gleichzeitig auch gigantische Mengen von Wasser ein. Jetzt könnt ihr auch immer noch sagen, ist mir doch alles egal und so. Aber ihr merkt so langsam, dieses ist mir egal, wird so langsam komplett verrückt. Das ist komplettes Denial, nennt man das. Das ist so, wie wenn euer Kind stirbt, also keine Ahnung, ihr sitzt auf der Arbeit, dann klingelt das Telefon und jemand sagt, können Sie mal ins Institut für Rechtsmedizin kommen? Oder zur Polizei. Aber reduziert steht doch aber im Kontext zur Menge, oder nicht? Wie kann da nur 5% stehen? Jetzt frag dich mal, wie viele deiner Kilokalorien aus Fleisch kommen und wie viele aus den Pflanzen kommen. Und dann stellst du irgendwann schon fest, ach Mist, ich bin ja schon 80% vegan. Die meisten von euch sind im Schnitt etwa 80% vegan, ohne es zu wissen. Also wenn man überhaupt sagen kann, dass man 80% vegan ist. Sprich 80% der Ernährung ist pflanzenbasiert. Jetzt schon. Und wenn ihr von den 20% von 3-mal in der Woche auf 1-mal die Woche reduziert, dann bringt das eben nur ein paar Prozent. Das ist korrekt. Ihr müsst schon die ganzen 20% weglassen, damit das überhaupt einen Effekt hat. Und so kommt ihr dahin.
Ihre Tochter ist gerade überfahren worden vom LKW. Die ist ganz normal Auto gefahren mit einem Helm, aber der Helm hat sie nicht geschützt vor den LKW-Lastern. Dann werdet ihr am Anfang sagen, ja, mal langsam, das gucke ich mir jetzt erstmal an. Das glaube ich jetzt erstmal nicht. Das ist das, was ihr macht, wenn ihr sagt, ist mir egal, ich esse nur Biofleisch oder ich esse nur Seltenfleisch oder sonst irgendwas. Ihr müsst doch keine Tiere mögen, so wie ich. Und übrigens, ihr seid legit wahnsinnig, wenn ihr dagegen argumentiert. Das sagt der IPCC. Es gibt keine höhere wissenschaftliche Evidenz als das, was der IPCC in seinem Sachstandsbericht veröffentlicht. Die sammeln Hunderte bis Tausende von Studien mit Hunderten von verschiedenen führenden Wissenschaftlern aus allen möglichen Gebieten weltweit. Wenn ihr glaubt, dagegen zu argumentieren und zu sagen, man müsste das noch irgendwie mal genauer untersuchen, dann wisst ihr nicht, wovon ihr redet. Also das ist einfach nur Verleugnung. Und das ist das Problem. Und darum wird er laut, darum werde ich laut, darum werden alle laut, die ein bisschen informiert sind. Die Ines und ich, wir mögen die Tiere. Und das hat dann auch nichts mit Kommunikation zu tun, weil die Kommunikation war ja da, die sachliche. Die sachliche interessiert nur niemanden. Und deswegen muss man ein bisschen unsachlich und laut werden, damit man ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ihr könnt die Tiere auch hassen, aber ihr könnt ja wohl schlecht die Nahrungsnetze und euch selber hassen. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Und wenn man das mal Bitte? Okay, ihr könnt euch auch selber hassen. Gut, also gut, ihr könnt euch auch selber hassen. Aber wenn man das jetzt mal zusammennimmt, das ist von Our World in Data, dann könnt ihr sehen, also wie können wir jetzt die alle Greenhouse Gases reduzieren durch Essen. Also wir reden jetzt mal nur von dem, was ihr heute machen könnt. Jetzt und für immer. Ich rede jetzt nicht von Dingen, die ihr nicht im Griff habt, sondern von dem, was ihr machen könnt. Das sind jetzt in dem Fall Trillionen Tonnen, also weil ihr vorher nach den Zeta-Joule gefragt habt. Also das sind Gigatonnen, also Trillionen Tonnen. Und wenn man zwischen 2020, 2021, dafür war das also ausgerechnet, wenn man ein Business as usual macht, dann kriegt man also diesen Ausstoß an CO2. Und wenn man das durch eine komplette Nahrungsumstellung macht, dann kann man das hier sozusagen, könnt ihr sehen, meinetwegen halbieren oder so. Also wenn das kein substanzieller Einfluss ist, dann weiß ich es nicht. Also ich banne übrigens Wissenschaftsleugner. Ne? Also wenn ihr so drauf seid, ihr seid einfach weg. Ja, also wer den Weltklimarat als politisch und irgendwie motiviert und sonst irgendwas bezeichnet, der ist komplett raus. Also der ist für mich komplett außerhalb jeglicher Diskussionsgrundlage. Ihr seid einfach raus, ja. Verschwindet von hier, ihr seid hier nicht erwünscht. Oder ich schmeiße euch raus. Das können wir auch so machen, aber da gibt es nichts zu diskutieren. Wir haben keine Zeit mehr für diesen Unsinn. Wir haben keine Zeit mehr für Blödsinnsdiskussionen. Wir müssen das endlich aufhören, auch auf diese Leute überhaupt einzugehen. Die sind nicht relevant. Nicht. Es könnte natürlich sein, dass die Ernährung insgesamt keine Rolle spielt. Da kommt jetzt gleich die Überraschung. Übrigens nur nebenbei, weil ich das als Nebenbemerkung gesagt habe, ich habe mit Tintenfischen gearbeitet. Ich kann es nicht begreifen, wie Menschen da sitzen und Tiere, die perfekt an die Lebenswelt seit Hunderten von Millionen Jahren eingenischt sind, wegsnacken, weil sie es können oder weil es schmeckt oder weil es ihnen scheißegal ist oder sonst aus irgendwelchen Gründen. Ich habe einen Tipp an alle Menschen, die jetzt noch Fleisch fressen. Bitte esst nichts, das klüger ist als euer Ex. Okay, das ist eine lustige Bemerkung. Es hat aber mit Intelligenz nichts zu tun. Es ist völlig irrelevant, wie intelligent die Lebewesen sind. Jedes Lebewesen... Dass du immer weniger Tiere isst. Ich verstehe dich, aber jedes Lebewesen ist unabhängig von der Intelligenz perfekt eigentlich. Ich habe den Witz verstanden natürlich, aber es hat wirklich nichts mit diesen Intelligenzmessungen zu tun. Das ist unglaublich wichtig, das zu verstehen. Zum Beispiel, wenn ihr das seht, die armen Hunde, die werden in China gegessen und so weiter. Und daneben hängt das Geflügel, wir sagen, ja, das ist was anderes. Ja, also ich bin ja auch gegen Tierleid, ne? Deswegen habe ich jetzt aufgehört, meinen Hund jeden Tag zu schlagen. Ich reduziere das, weil Reduktion ist ja gut. Ich schlage meinen Hund jetzt nur noch zweimal die Woche und dann auch nicht ganz so doll, also nur noch blaue Flecken. Ne? Und Reduktion ist ja gut, dafür müssen wir ja Applaus geben in der Gesellschaft. Ne? Also das ist schlimm, das ist lecker. What the fuck? Ja. Dr. Benecke, ja, Sie hatten ja diesen einen Vergleich mit vegan, vegetarisch und ich fresse jeden Scheiß. Totschlagargument. Ja, Totschlagargument ist zwischen Hund und Schwein zu unterscheiden, das stimmt. Das ist ein Totschlagargument. Wie genau sieht es da eigentlich jetzt aus? Also ich höre ja immer wieder von wegen, ja, wenn du hier Guacamole frisst, das durch die halbe Welt geschifft wurde, ist das jetzt nicht gerade besser? Ja, das ist eine Standardablenkung. Die Avocados verbrauchen so viel Wasser und so. Also erstens verbrauchen sie schon mal viel weniger, das habt ihr doch gerade gesehen. Weniger CO2, weniger Wasser. Zweitens, wie bitte? Avocado ist vergleichbar mit Koks. Also wenn du keine Avocado essen willst, ist es cool. Das ist genauso wie wenn du nicht koksen willst, aber das hat nichts mit der Klimaerwärmung zu tun.
Ja, ich will aber den Grund kurz erklären. Der Grund dafür ist, dass insgesamt die Umstellung... Ja, wie gesagt, ne, ist ein großartiger Vortrag, aber die Zwischenbemerkungen sind, die kannte man, also das ist leider nicht so schön. Auf pflanzliche Ernährung auf jeden Fall die geschilderten Verminderungen in CO2-Ausstoß und so weiter erzeugen. Plus, man kann auch wie ich einfach fast nie Avocados essen, wenn ich das schürte, dann auf regionale Produkte umsteigen. Also wenn ihr das zu Ende denken wollt, das ist also so eine klassische Trollaktion, so what if oder wie ist das denn damit? Der Wasser- und CO2-Verbrauch verändert sich dadurch nicht, weil wenn ihr euer Rindersteak aus derselben Region holt, ändert das nichts. Ihr könnt aber auch auf regionale Produkte umsteigen. Also nochmal, das hier ist kulturell durchfärbt und man kann die Tiere auch ganz normal lieb haben. Wir werden geratet! Wir wurden von Club Hedwins geredet. Vielen, vielen Dank, Club Hedwins, für den Raid. Ich heiße euch recht herzlich willkommen. Wir sind gerade mittendrin, noch 10 Minuten haben wir hier, wo wir alle noch mal kurz davor sind aufzugeben. Aber dann werden wir richtig wütend und wir geben uns noch mal Mühe. Ja? Also das ist ungefähr das Ziel des Ganzen. Ich heiße euch recht herzlich willkommen. Wahrscheinlich habt ihr das alle schon 5-mal gesehen. Ne? Also so ist es ja auch nicht. Aber wir gucken uns das Ganze hier nochmal an. Haben. Das hört sich verrückt an, aber ich will euch das zeigen. Also euer Landesvorsitzender und eure First Lady machen das und die Tiere mögen das auch, wenn sie gekrault werden und die sind also ganz bezaubernde Tiere, auch wenn sie einem manchmal den Gürtel auffressen, wenn man nicht genau hinguckt. Das heißt, wenn ihr das seht und jetzt kommen die zwei kleinen Pointen, dann haben wir es. Wenn ihr sowas seht beim Frühstück, oh, ist so lecker, macht doch nichts, die eine Scheibe Wurst, lalalala, ist doch Bio, bla bla bla. Ne? Also denkt dran. Ja, okay, könnt ihr gerne machen. Jetzt kommt noch die Bild-Zeitung. Es hat es sogar in die Bild-Zeitung schon geschafft. Das ist original aus der Bild-Zeitung, dass wenn ihr euch von Pflanzen ernährt, ohne, Achtung, Pflanze plus Fleisch, dann spart ihr hier in diesem Fall, also ist jetzt gar nicht mal komplette Umstellung, dann spart ihr also hier die geschilderte Menge mit einer Mahlzeit an CO2. Und, jetzt komme ich zu der letzten Frage, das ist jetzt die letzte Pointe. Okay, Ernährung. Sehr schön gesagt, wir müssen Welthunger damit bekämpfen. Gibt Studien drüber? Vegane Ernährung ist sehr, sehr gut, um den Welthunger zu bekämpfen. Wir könnten viel mehr Menschen ernähren, wenn alle Menschen vegan leben würden. Weil, wer hätte es gedacht, es ist sehr ineffizient, Soja in Regenwäldern anzubauen, um das dann Kühen zu verfüttern, um dann die Kuh zu essen. Das ist super ineffizient. Es wäre viel besser, wenn wir Soja direkt anbauen würden und essen würden. Ist Hexenmagie, aber tatsächlich kann man ausrechnen, dass wir damit viel, viel Menschen ernähren könnten. Ist vielleicht gar nicht so wichtig. Jetzt müsst ihr das allerletzte Mal tapfer sein. Ihr könnt es wieder kaum sehen. Wie gesagt, ich dachte, die Leinwand ist größer. Tut mir leid, dass das hier so technisch sehr schlecht gelöst ist. Aber ich sage euch ungefähr, was ihr da seht. Das ist eine ganz neue Veröffentlichung dazu. Wie wir bis 2030, ihr habt gehört, bis dahin müssen wir eigentlich mit CO2 auf Null sein, was aber nicht passieren wird. Wenn wir, da seht ihr die verschiedenen Gebiete, die es gibt. Und zwar ist hier dargestellt Energiesenkungen, also Umstellungen in Energiewirtschaft, Umstellungen im Nahrungsbereich, Umstellungen im Gebäudebaubereich, Umstellungen im Transportbereich, was ich euch vorhin gezeigt habe. Da seht ihr zum Beispiel, das spielt gar nicht so eine große Rolle, der Transport. Wo ist denn hier Lindner? Lindner sagt ja, die E-Fuels tragen einen ganz großen Beitrag. Wo sind die denn? Biofuels? Das wird es, glaube ich, nicht sein. Full Efficiency. Ich finde die, wo sind denn hier die E-Fuels? Die müssen doch, Fuel Switching, ja. Ja, vielleicht ist es das, ne? Man weiß es nicht so genau. Also das muss ja... Sportbereich interessanterweise. Muss uns Porsche vielleicht nochmal ausrechnen. Also da vielleicht irren sich ja diese Wissenschaftler. Ich bin da zuversichtlich. Die E-Fuels werden es richten. Dann industrielle Nutzung, ist klar, das spielt natürlich eine große Rolle. Und dann alles mögliche andere. Und dann hört man zu sowas immer wie mit den Avocados. Das ist auch ganz neu. Die Universität Newcastle hat festgestellt, dass der Hit Driver's License von Olivia Rodrigo mit 1,4 Milliarden Stream-Downloaden und Abrufen so viel CO2-Emissionen wie 4000 Flüge zwischen London und New York erzeugt hat. So, jetzt hat das Interessante daran ist aber, und das habt ihr gerade gesehen, der Transportsektor ist gar nicht das Problem, interessanterweise. Der hilft zwar sehr stark, innerhalb der Städte das weiter voranzubringen, aber das Hauptproblem ist, in der Tat, verblüffenderweise, wenn ihr mal vergleicht wie Windenergie, also Umstellung auf Windenergie und Solarenergie, das würde sehr, sehr, sehr viel bringen. Also da würde man sehr, sehr weit in die Bereiche kommen, die extrem viel bringen. Und das Zweite ist, wenn man die Landwirtschaft umstellen würde und die Ernährung umstellen würde. Also das sind die beiden Hauptdinger, Energieumstellung und Essen. Das heißt, wenn ich das nächste Mal von euch höre, ich kann nichts tun, das ist politisch, dann möchte ich gerne sehen, dass euch das interessiert, indem ihr keine tierischen Lebensmittel mehr verwendet. Das ist eine der wichtigsten Umstellungen, die passieren.
passieren muss. Das steht in jedem IPCC-Bericht, das steht in allen Wirtschaftsberichten, das sagt, jeder Bericht, den ihr lest, steht das drin, dass Ernährungsumstellung erfolgen muss. Und er steht auch in den Medien. Er steht nicht nur in den wissenschaftlichen Berichten, er steht auch in den Medien. Und er steht nicht nur in den linken Medien, sogar die FAZ und die Bild-Zeitung schreiben das. Und die Welt. Sogar die schreiben das. Die überlegen sich dann noch irgendwie einen zweiten oder dritten Bericht mit irgendeinem Gastautoren, der aus einer ganz komischen Ecke kommt, warum man angeblich dann doch wieder Milch trinken darf. Das ist eine Geschichte, die nicht so schön ist. Aber im Wesentlichen berichten sogar die darüber. Naja. Und dann, was jetzt noch kommt, ist, dass man CO2 aus der Luft rausholen will. Die gibt es schon, riesige Anlagen. Wir haben ja schon Funktionen gesehen, die Ines und ich, bei der Gesellschaft für deutsche Naturforscher und Ärzte wurde das vorgestellt. Man kann das CO2 aus der Luft rausholen und dann in die Erde bringen, dann wird die auch fruchtbarer dadurch oder man kann das zu Stein werden lassen. Aber ihr merkt schon, das sind Wahnsinnsaktionen, die ultra aufwendig sind. Und wenn dann natürlich Sturm, Fluten und Energieknappheit, und hierfür braucht man noch sehr viel Wasser, wenn das nicht mehr da ist, dann funktioniert es leider nicht mehr. Das heißt, wir müssen die Nahrungsnetze erhalten, das geht nicht anders. Und dazu gehört eben alles, was ihr bisher gesehen habt. Und damit würde ich jetzt eigentlich mal einfach belassen, nur weil ja ich aus dem Bereich der Todesforschung komme. Das gilt übrigens auch für Menschen. Die Verbrennung von Menschen erzeugt sehr, sehr viel Probleme. Jetzt bringt er noch viel was Persönliches ein, ne? Weil er ist Biologe und genauer genommen ist er, wie nennt man das nochmal, Forensiker, glaube ich. Ne? Also er untersucht Leichen, das ist sein Job. Und deswegen geht er jetzt mal ein bisschen auf dieses spezielle Thema ein, was jetzt, ich glaube, in einem Vortrag von einem anderen Wissenschaftler jetzt nicht unbedingt kommen würde. Weil dadurch die Nährstoffe aus Menschen, die Fette, die Eiweiße, die Kohlenhydrate, das Wasser in die Luft gepustet werden für Tausende von Jahren oder Zehntausende von Jahren. Könnt ihr zum Beispiel in Washington, könnt ihr euch schon kompostieren lassen oder, das ist auch schon erlaubt von der Firma Loop, könnt ihr euch in so einen Sarg legen lassen, wo ihr komplett in den Kreislauf der Natur übergeht. Das betrifft also nicht nur das Essen, den Transport, die Kreislaufwirtschaft und zwar die vollständige Kreislaufwirtschaft. Nicht hinterher dann wieder wegschmeißen. Damit ist nichts gewonnen. Ne, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt noch 3 Jahre ungefähr. Wir haben jetzt noch 3 Jahre oder 2 bis 3 Jahre. Ne, da können wir jetzt nicht anfangen zu sagen, ja, mal sehen und ich esse ja nur selten, bla bla bla. Ne, also und das betrifft eben sogar die Bestattung. Und nochmal, das gibt's schon. Das alles, was ihr hier gehört habt, alles, was ihr gehört habt, ist nicht wie der Bösewicht, der vor der gefesselten Wonder Woman sitzt. Kannst du bitte nochmal das Argument mit den 80% vegan Leben bringen, nicht 2 Argument erklären? Naja. Wenn Leute sagen, reduzieren bringt ja so viel, weil 50% weniger bringt ja 50%, stimmt das nicht, weil jeder, nahezu jeder im Mittel jetzt schon 80% seiner Kilokalorien aus pflanzenbasierten Produkten bezieht. Sprich, nur 20% im Mittel der Kilokalorien, die ein Mitteleuropäer aufnimmt, kommt aus tierischen Produkten und 80% auf pflanzenbasierten Produkten. Das heißt, wenn der um 50% reduziert, bringt das nicht 50%, sondern 10%, weil 50% von 20% sind 10% und nicht 50%. Deswegen bringt Reduzieren nicht so viel. Oder nahezu gar nichts. Dann befreit sich Wonder Woman und alles wird gut. Sondern ich rede davon, die Katastrophe ist schon passiert, ne? Ist egal, ob sich Wonder Woman befreit oder nicht. Weil das, was kaputt ist, die gestorbenen Arten, das CO2, was in der Luft ist, alles andere, das können wir nicht wieder hinkriegen. Und ja. Haben wir 2 Möglichkeiten, Soil Green oder den Pilz Death Suit, der uns in einen nährstoffreichen Dünger verwandelt. Ja, wenn du nur an dich denkst als Mensch, ja, aber es geht um die So als Kreislauf. Ja, also wenn du dich als Mensch in diesen Kreislauf einbringen würdest, musst du komplette Kreislaufwirtschaft zu Lebzeiten betreiben, dich pflanzlich ernähren, die entsprechenden Energien nutzen und nicht beim billigen Scheiß-Energieanbieter, das dann, weil die da 2 Euro im Monat Spaß kaufen. Ja, wie gesagt, pflanzlich ernähren, dann möglichst viel recyceln, im echten Recycling-Sinne. Und dann kannst du am Ende deines Lebens dich dann auch noch in diese Kreislauf, in der Natur körperliche Sache begeben. Aber das ist ja nur das Ende deines Lebens. Ich hoffe, du wirst 100 Jahre alt und hast... Da lenke ich mal ganz kurz ein. Das ist jetzt ernst gemeint. Ich habe ja jetzt häufig sarkastisch wegen Kommunikation und so weiter und so fort. Und ich verstehe auch, wenn er das sagt, ja, weil ich spüre die Wut und die Frustration und so weiter, die er hat. Natürlich gibt es Teile der Bevölkerung, die so wenig Geld hat, dass sie sich wirklich überlegt, ob sie sich überhaupt einen Ökostromanbieter leisten kann. Die gibt es. Das ist ein Riesenproblem. Darum müssen wir uns kümmern. Das ist eine wichtige Aufgabe. Ja, wir müssen eine soziale Frage klären, damit wir auch globale Fragen wie Klimawandel und so weiter angehen können. Aber das betrifft natürlich nur einen Teil der Bevölkerung. Und ein anderer großer Teil der Bevölkerung nutzt das nur als Ausrede,
und nicht wirklich als, also die sind nicht wirklich existenziell davon bedroht, ob sie jetzt ein paar Euro mehr für den Strom bezahlen würden oder nicht. Das ist das auch, was man dazu erwähnen muss. Das Gleiche wie mit denen, dass auf einmal 99% auf dem Land wohnen, wenn man ihnen sagt, es wäre ganz cool, wenn du nicht mehr Auto fahren würdest und ähnliche Dinge, ne? Dann also 100 Jahre Zeit, dich vorher noch so zu verhalten, dass du eingebettet in den Kreislauf der Natur bist. So, und jetzt noch zum Abschluss, da zeige ich... Aber das war ja auch keine überlegte Aussage, sondern da hat jemand wieder eine Stuss gefragt und nachdem die siebte Stussfrage kommt, dann reagiert man manchmal vielleicht auch ein bisschen unsachlich oder sagt was Unüberlegtes. So, das kann auch mal passieren, vor allem nach einer Stunde Konzentration von einem Vortrag, ne? Muss man auch dazu sagen. Aber gut. Ja. Das Bild jetzt nicht mehr. Das Allerkrasseste... Ganz kurz. Ja. Sie haben gerade eben gesagt, der Transportsektor ist relativ klein. Zählt da auch der persönliche Individualverkehr mit? Ich meine, mit ja. Momentan sieht es ja so aus, dass die Automobilindustrie ja jetzt sehr stark umschwenkt auf E-Mobilität. Sie sind ja komplett jetzt im Wandel drin. Wie viel macht das jetzt im Endeffekt? Das macht sehr viel aus, weil alles umgestellt werden muss. Das heißt, wenn du natürlich, sagen wir mal, du machst jetzt Ernährungsumstellungen und... Das ist der andere Punkt, ne? Selbst wenn ihr jetzt wieder anfangt rumzurechnen, weil ihr euch schlauer hält als der IPCC, ne? Also ihr denkt, ihr seid irgendwie besser als die führenden Wissenschaftler auf diesen ganzen Gebieten und denkt, dass ihr gerade mal auf dem Bierdeckel das irgendwie besser ausrechnen könnt, dann muss ich euch trotzdem sagen, die sagen nicht, hey, wir müssen um 30% reduzieren, die sagen, wir müssen um über 90% reduzieren und zwar jetzt und nachfolgend. Da dürfen auch keine neuen hinzukommen. Und naja, ob da jetzt nachfolgende hinzukommen oder nicht, na gut. Energieumstellung, dann wird sich natürlich diese Achse hier verschieben und dann auf einmal siehst du natürlich, dass das immer noch sehr viel CO2 ist. Nochmal. Und ob wir dann die 10%, die mathematisch aufgehen, um irgendeine Richtlinie zu erfüllen, dann immer noch eingehen sollten oder ob wir nicht sagen sollten, Mensch, wir sollten eigentlich nicht gerade so knapp davonkommen, sondern es wäre ganz cool, wenn wir ein bisschen Budget hätten, damit wir vielleicht auch andere Dinge tun könnten. Das wäre ja eigentlich der weise Schritt. Ne? Aber gut, Weisheit ist ja sowieso so eine Sache. Ich vermute, den meisten von euch ist das Problem nicht bewusst. Wir müssen auf negativ CO2 kommen. Es gibt keinen... Das ist noch das andere Ding. Ne? All diese Klimaziele mit 1,5 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad und was weiß ich nicht was, beziehen sich auf das Jahr 2100. Ja? 2100. Darauf beziehen sich diese Ziele in der Regel. Gibt auch mal andere, aber in der Regel ist die Rede von bis 2100. Danach wäre die Temperatur immer noch ansteigend. Auch in diesen ganzen Modellen, in der Regel. Es gibt nur ganz wenige, wo das nicht so ist. Das heißt, bis dahin müssen wir nicht nur keine Emissionen mehr haben, sondern negative Emissionen. Wir müssen nicht nur aufhören, Sachen zu emittieren, sondern wir müssen aktiv dafür sorgen, das Zeug wieder aus der Atmosphäre rauszuholen. Ansonsten bekommen wir nach 2100 ein Problem. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, das betrifft mich nicht, aber gut, das ist dann halt verantwortungslos so, ne? Messbaren Hinweis auf dem Planeten Erde, dass wir das bis 2050 im Entferntesten schaffen. Es gibt nicht irgendetwas, wo wir sagen können, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich meine, das können wir vielleicht noch eine Zeit lang machen. Zum Beispiel Langstreckenflüge sind realistisch nicht zu verhindern. Das ist nicht möglich. Aber alles andere geht. Da muss man sich dann halt nur mal einfach die Mühe machen und es ganz kurz mal tun. So wie ihr das meinetwegen euren Kindern sagt und sagt, okay, du kannst jetzt schlafen gehen oder nicht schlafen gehen. Wenn du nicht schlafen gehst, bist du morgen müde. Mehr ist es nicht. Das war's. Ihr könnt einfach mal euch zusammenreißen, die wissenschaftlichen Daten hinnehmen und dann was tun, anstatt immer auf andere zu schieben. Die anderen müssen natürlich auch ihre Hausaufgaben machen. Das ist klar. Oder man soll dann halt tatsächlich, wenn man das so wie du sieht und ich, dann soll man halt weniger Avocados essen. Absolut. Aber wenn man Avocados isst, ist man schon mal einen Schritt weiter gekommen. Lasst euch nicht ablenken, sondern tut das, was die wissenschaftlichen Daten hergeben. Das sagt die Greta auch jeden Tag. Ne? Ihr könnt euch auch gerne jeden Vortrag, auch einen, den ich ins Netz gestellt habe, von ihr angucken. Nichts anderes sagt die. Die redet nur von Daten. Von sonst redet die überhaupt nichts. Und jetzt kommt leider die letzte Nachricht, die auch nochmal eine gute Antwort auf deine Frage ist. Leider ist es so, dass die Länder, die jetzt Gas, Kohle und alles andere Fossile fördern, dass die jetzt etwas gemacht haben, was ihr nicht mitbekommen habt wahrscheinlich. Nämlich, die haben die sogenannten CO2-Bomben gezündet. Die CO2-Bomben, das sind Energieträger, die jetzt noch schnell fördern wollen. Problem ist halt, dass die Politik nichts macht. Problem ist, dass weder die Politik was macht, noch die Menschen. Das Volk tut auch nichts. Das ist der Inhalt des Vortrags, hast du vielleicht nicht mitbekommen, aber wir können was tun, hat er die ganze Zeit die letzten 20, 30 Minuten gesagt. Muss man natürlich nur wollen.
dann sind die Ausreden auf einmal da. Und dann fangen die Leute an, rumzurechnen auf ihrem Bierdeckel, dass 50% reduzieren ja irgendwas bringt. Ob sie wirklich 50% reduzieren oder ob sie das nur einreden, ist ja sowieso schon mal eine Frage und so weiter und so fort. Solange das noch geht, obwohl das natürlich weltweit sich sowieso nicht ändern wird. Und die werden in den nächsten Jahren das gesamte verbleibende CO2-Budget aufbrauchen. Das heißt, wenn ihr euch also festklebt auf der Straße wie die letzte Generation, wenn ihr wie Fridays-Kinder irgendwas sagt, dann seid ihr, wie ihr das vorhin vom Generalsekretär der UNO gehört habt, dann seid ihr auf der richtigen Seite. Die Menschen, die das machen, die Menschen, die weiter das fördern und die diese CO2-Bomben jetzt schon gezündet haben, also es ist schon passiert, nochmal, weil ihr vielleicht denkt, ihr habt es nicht richtig gehört, die werden das gesamte für die Menschheit verbleibende CO2-Budget auf jeden Fall aufbrauchen. Das wird 100% passieren, nicht 99,9%. Das heißt, was ihr jetzt vielleicht noch nie gehört habt, dieses Problem werden wir nicht lösen. Das heißt, wir müssen auf Negativ-CO2 kommen. Das ist das. Und damit zu das letzte Bild. Also, letztes Bild. Wie gesagt, es tut mir leid, dass hier die Leinwand so klein ist. Das ist so eine kleine, sehr schöne Zeichnung. Hier haben wir die Natur, nicht wahr? Und Bambi und irgendwelche Vögel, die lustig gucken. Aber wenn er drin steht, das ist das, was wir immer hören, die Ines nicht. Ja, ich bin keine politische Person, das ist mir alles zu viel, da müssen sich andere drum kümmern. Und das ist halt not cute. Ne? Also ihr macht euch zu Komplizen damit. Und zwar ganz aktiv. Stellt euch einfach eure Kinder vor. Denken vielleicht eine von euch, was ist das für eine kindische Darstellung? Naja, mit den wissenschaftlichen Darstellungen hat es nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert mit den Diagrammen und den Tausenden von Seiten. Also versuchen wir jetzt auf das Niveau zu kommen, was vielleicht funktionieren könnte. Wir nehmen kindische Darstellungen. Vielleicht klappt das ja. Die Wissenschaftler sind verzweifelt, die wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Es gibt mittlerweile Konferenzen wie Selbsthilfegruppen, wo Leute im Kreis sitzen und sich fragen, wie schaffen wir das, die Leute zu erreichen? Weil man nicht weiter weiß. Was werdet ihr sagen an dem Tag, falls ihr Kinder habt oder Großeltern, Großenkel, Nichten, irgendwas? Was werdet ihr an dem Tag sagen, wenn die sagen, hör mal, es stand seit 1970 in jeder Zeitung, in jedem Buch, in einem der meistverkauften Bücher Deutschlands. Es gab die Fridays-Aktionen, es gab die Save the Earth-Aktionen, es gab den Welttierschutztag. Papa, Mama, Oma, Opa, Onkel, Tante, was zum Fuck hast du seit 1970 gemacht? Und dann sagt ihr, ja, ich habe ab und zu mal Biofleisch gegessen. Und insgesamt bin ich auch mal zum Bäcker zu Fuß gegangen und habe da Brötchen gekauft. Ist Max eine politische Figur? Ja klar, natürlich, all diese Katastrophenfilme, auch teilweise Zombiefilme, die Bezug darauf nehmen, dass die Ressourcen sich verknappen, sind natürlich genau aus dieser Zeit. Die stammen genau aus dieser Zeit, als diese Megademonstrationen waren. Also das ist, there is no innocence in ignorance. Wirklich nicht. Also da braucht ihr euch nicht drauf rausreden und mit einem süßen Lächeln erzählen, ja, das betrifft mich nicht, das müssen andere sich drum kümmern. Ich hoffe, ich habe euch das gezeigt. Das ist eure private Entscheidung und ihr habt einen sehr großen Handlungsspielraum. Das ist ein Märchen, dass ihr den Handlungsspielraum nicht habt. Das ist eine Lüge. Ne? Time is up. Vielen herzlichen Dank. Thank you.